Und wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr wieder hier unsere Gäste sind bei den Europagesprächen, wo wir Gastgeber sein dürfen, in Abstimmung mit Herrn Gehler. Und ich hoffe, das darf man noch am 8.1. sagen, ich hoffe, wir sind alle gut und glücklich in das neue Jahr gerutscht und haben auch das in der Weihnachtszeit gemacht, was man eigentlich machen soll, sich etwas zurückgenommen, besonnen. Und es wird ja wahrscheinlich von alleine wieder ganz schnell hektisch werden. Also insofern, ich hoffe, das wirkt noch ein bisschen nach. Ich freue mich heute auf unseren Vortrag. Herr Dr. Sebastian Hunholz, herzlich willkommen bei uns in Hildesheim, dass Sie bei uns zu Gast sind. Sie haben ja ein Thema, das hört man so als Bürger ja erstmal nicht vielleicht ganz so gerne, Europa Steuern, kleingeschrieben, aber da kann man natürlich dieses Wortspiel auch machen, Europa Steuern, kommt da was auf uns zu. Und ich hatte eben schon im kleinen Vorgespräch gesagt, das müsste ja eigentlich immer so sein, wie wenn man sich ein Hemd kauft, wenn man sich verhält. Also wenn ihr euch eine neue Steuer einfallen lasst, dann nehmt aber bitte auch eine alte weg. Aber das machen wir. Wir werden uns in dieses Thema einführen, aber bevor das so ist, wird der Professor Dr. Gehler wie immer unseren Referenten vorstellen und Sie haben das Wort. Und hinterher sind Sie natürlich noch eingeladen, nachdem wir hier im großen Kreis diskutiert haben. Wir haben vorne wieder einige Getränke aufgebaut, herzlich nochmal zu einem kleinen Kontaktgespräch dann zu kommen. Sie kennen ja das Prozedere. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und jetzt der Professor Gehler, Sie haben das Wort. Danke. Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich den Worten meines Vorredners anschließen und allen von Ihnen auch ein gutes, gesundes und frohes und glückliches neues Jahr wünschen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sein dürfen. Es ist heute das 10. Mal, ich habe es durchgezählt. Jürgen W. Stark, Hans Dietmeier, Hans Eichel, Ottmar Issing, Klaus Regling, Werner Heuer, Guido Thiemeyer, auch ein Fachwissenschaftler, Athanasius Pizzolis und Max Otte. Und es ist jetzt das 10. Mal und ich freue mich, dass wir das fortsetzen können. Ich habe auch entdeckt, dass wir vor 3 Jahren eine Referentin bei uns hatten, die über den Nahen Osten gesprochen hat, über Syrien, über Jordanien und die vor kurzem am 18. Januar angelobt worden ist als österreichische Außenministerin. Also auch das sind in Hildesheimer Europagespräche. Wir tragen zur Karrierebildung offensichtlich auch ein bisschen. Meine Damen und Herren, alle Jahre wieder, meistens nach der Jahreswende, werden Gebühren erhöht, kommen neue Steuern ins Spiel. Auch das ist Hintergrund dieser Terminfixierung, 8. Januar. Wir haben heute auch einen jüngeren Kollegen hier. Wir laden ja auch immer wieder den Nachwuchs und kommende Shootingstars, wenn man so will, ein. Dr. Sebastian Hunholz ist gebürtiger Berliner, 1980 geboren in Friedrichshain, studierte Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin in den Jahren 2002, 2008. Ein sehr vielseitiger Forscher. Ich gehe dann, was seine Publikationen angeht, dann schwerpunktmäßig auf das heutige Thema ein. Er hat sehr viel veröffentlicht. Er hat unter anderem zunächst gearbeitet als Feldforschungsstipendiat in palästinensischen Gebieten im Programm des BMZ. Er war von 2009 bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter für den Lehrbereich Theorie der Politik bei einem namhaften Kollegen an der Humboldt-Universität. Sie werden ihn alle kennen, Herfried Münkler. Das Projekt, das uns schon mal zusammengeführt hat vor einigen Jahren, als wir hier in der Tagungsstätte Michaeliskloster eine Tagung hatten zum Thema Imperien. Herr Dr. Hunholz hat auch gearbeitet über imperiale Deutungsmuster in einem Sonderforschungsbereich, Transformationen der Antike. Auch Imperien mussten Steuern einheben. Und die Frage der Steuerloyalität der Bewohner von Imperien war eine mit unter anderem auch entscheidende Frage des Erhalts und der Kontinuität von Imperien. Dr. Hunholz hat gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität. Er hat den Preis, den Humboldt-Preis der Humboldt-Universität 2009 für seine Masterarbeit erhalten. Er war im Anschluss bis vor kurzem Assistent am Lehrstuhl für politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei Kollegen Carsten Fischer und dort auch aktiv im Bereich der Debatte um Theorien, Theorie der Politikwissenschaften, aber auch Ideengeschichte. Promoviert hat er in München an der LMU mit Summa Cum Laude. Er hat den Dissertationspreis der Bayerischen Amerika-Akademie bekommen und ist nun seit kurzem auch an der Universität Hannover tätig. Vielfach in Mitgliedschaften, Gesellschaft zur Erforschung des
politischen Denkens. Die Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft gehört an, aber auch, was mich freut, dem Verband der Historikerinnen und Historiker in Deutschland. Er hat sich eine Forschungsgruppe Republikanismus im Zusammenhang des Forschungskollegs Steuergeschichte auch angeschlossen. Seine Monographien seien erwähnt. Krisenimperialität, die Rom-Referenz im US-amerikanischen Empire-Diskurs, also Rom, das Imperium Romanum, immer als das, wenn man so will, Paradigma, als das Referenzmodell, als das klassische Modell. Wie weit spielt das auch im amerikanischen Empire-Diskurs eine Rolle? Eine weitere Arbeit, dschihadistische Raumpraxis, raumordnungspolitische Herausforderung des militanten sunnitischen Fundamentalismus. Das ist erschienen 2010, die vorher genannte Studie Krisenimperialität 2014. Herausgeberschaften auch über Honeckers Welt und gemeinsam mit Eva Marlene Hausteiner und Marco Walter Imperial Interpretations, the Imperium Romanum as a Category of Political Reflection, also Nachdenken über das Imperium Romanum. Zum heutigen Thema einige Titel, die zeigen, wie ausgewiesen unser Kollege zu diesem Thema bereits ist. Was soll das heißen, Steuerstaat? Fragezeichen. Oder die Steuer des Steuerstaates. Oder Refeudalisierung, in Anführungszeichen, Refeudalisierung des Steuerstaates, Fragezeichen. Vorüberlegungen zu einer politischen Theorie der Steuerdemokratie. Das führt mich schon zum nächsten Titel, Demokratieprobleme des Steuerstaates im 21. Jahrhundert. Das ist eine Arbeit in Druck. Zur Ideengeschichte finanzverfassungspolitischen Freiheitsdenkens. Da geht es um Versäumnisse und Potenziale einer fiskal-politologischen Demokratietheorie. Also wie hängen Steuern auch mit dem Verfassungsstaat, der Steuerstaat mit dem Verfassungsstaat und mit dem politischen System der Demokratie zusammen. Der Steuerstaat als politische Idee und Lemmata zu Steuerpolitik und Steuerstaat im Handbuchstaat. In Vorbereitung, das heißt praktisch im Druck, sind zwei Monographien. Einmal Thema Kritik des Steuerstaates, republikanische Perspektiven auf politischen Kapitalismus, Demokratie und Staatsfinanzierung, und eine zweite Monographie, die Figur des Fiskus, republikanische Fiskalanatomien. Im Lichte dessen, meine Damen und Herren, dass wir schon seit geraumer Zeit auch eine Debatte ab und zu wabernd, aufflackernd und wieder sich verrollend über EU, Europäische Union und Steuer, eine europäische Steuer haben, scheint mir dieses Thema nicht nur von Jahreswende aktueller politischer Relevanz, sondern generell auch für Historiker ein Thema, das wir bisher viel zu wenig beachtet haben, nämlich wie finanziert sich diese Europäische Union, was sind eigentlich die Eigenmittel, was sind eigentlich die Mittel dieser Europäischen Union, von der man ständig viel erwartet, hohe Ansprüche hat, aber selten hinterfragt, woraus sie sich eigentlich trägt und speist. Herr Hunold, herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Bitte schön. Also, guten Abend auch meinerseits, sehr verehrte Damen und Herren. Ich danke sehr für die beeindruckende, etwas einschüchternde Vorstellung und vor allem für die Gelegenheit, heute mit Ihnen, und das heißt zunächst zu Ihnen, aber danach mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin jetzt gerade noch etwas hin und her gerissen, ob ich mich jetzt gewissermaßen eingeschüchtert oder alt oder beides fühlen soll. Das heißt, wenn die Stimme noch so ein bisschen zittert, werden Sie merken, irgendwann wird das schon etwas ruhiger. Eine längere Einleitung zunächst, meine Damen und Herren, zum Haupttitel meines Vortrags. Denn im Haupttitel, mit Steuern gewissermaßen, wie Herr Gehler schon sagte, steckt da ja drin, hören Sie eine Anspielung auf eine eigentlich seltsame, in der deutschen Sprache eher zufällige Doppeldeutigkeit im Begriff des Steuerns. Die Etymologie der Steuer kennt zwei verschiedene Wurzeln. Einmal das Stauhände Steuern, also Steuern im Sinne von Anhäufen, Auftürmen, Aufstauen. Sie kennen noch das schöne Wort Aussteuer, ja? Da hören Sie das. Es werden dabei zweckmäßige Rücklagen aufgebaut. Die zweite Wurzel ist das lenkende Steuern, also das Steuern im Sinne von Richtung geben, von Anleiten. Im Englischen Steward, mittelalterlich übrigens noch steuert geschrieben, also Steuermann, halt diese lenkende und leitende Bedeutung sprachlich noch nach.
die neuhochdeutsche sprachliche Verschmelzung von Lenken und Stauen zu Steuern mag ein Zufall gewesen sein. Aufschlussreich ist sie dennoch, denn in der Tat dienen Steuern, also der umgangssprachliche Begriff für öffentliche Zwangsabgaben an den Staat, nicht nur dem Fiskalzweck, also der Einnahmen selbst, sondern sie dienen auch allerlei Lenkungszwecken der Steuerung. Mit Steuern wird, so ein äußerst beliebtes Wortspiel, Sie haben es heute Abend auch schon gehört, gesteuert. Mit Steuern steuern bedeutet dann aber, es wird nicht einfach eingenommenes Geld verteilt. Mit Steuern steuern bedeutet zugleich, es ist schon der Akt der Besteuerung selbst, der steuert. Die Steuer beeinflusst unser soziales Handeln. Steuerpolitik ist heute zu großen Teilen Gesellschaftssteuerungspolitik geworden. Sie reguliert Wettbewerbsmärkte und Ressourcenasymmetrien und sie konzentriert so eine große Reihe individueller, sozialmoralischer, biopolitischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Motive. Ferner Strukturen und Planungshorizonte und dies vor allem, das kann ich gleich vorweg sagen und später erläutern, Strukturen und Planungshorizonte in marktwirtschaftlich strukturierten Gesellschaften. Kurzum, das, was wir in der Bundesrepublik Deutschland, um zunächst erstmal bei ihr zu bleiben, als Steuern bezeichnen im rechtlichen Sinne, finden Sie nur in unserer Form von Gesellschaft. Wie gesagt, ich verspreche, dass ich darauf zurückkomme. Das Ganze heißt natürlich auch, kein Lichtschalter nirgends, den der Steuerstaat nicht kennt. Kein noch so flüchtiger Blick auf Ihr Smartphone, ohne dass der Steuerstaat irgendeine Art von Anteilnahme hat. Die Steuer manipuliert also nicht nur unsere eindeutigsten, also die ökonomischen Motive, sie reguliert auch zweideutigste, beispielsweise Heirat, Fortpflanzung, Vererbung, also privateste, ja intimste Bedürfnisse. Die Steuer erzeugt bestimmte Bedürfnisse bisweilen erst. Sie legitimiert eine große Anzahl von Tätigkeiten, etwa welche Drogen sie konsumieren dürfen oder sollen. Sie bestraft bestimmtes Verhalten, denken Sie nochmal an die Drogen. Kurzum, sie kommuniziert politische Präferenzen. Sie überbringt Verwaltungsbefehle und informiert uns über allerlei Verhaltenserwartungen, die die Gesellschaft an uns, an Sie und mich stellt. Unserem Wirtschaftsgeschehen also wird durch die Besteuerung eine ungleich politischere Gestalt gegeben, als sie das einmal unterstellte reine Marktgeschehen formen würde. Alle möglichen Wortspielereien des mit Steuern steuern deuten uns folglich an, dass wir im Fiskalgeschehen eine permanente Art von ökonomischer Staatssozialisation zu vermuten haben. Und wenn Sie mir die Fortführung der soziologischen Metapher Sozialisation gestatten, würde ich ergänzen, die ökonomische Sozialisation durch den fiskalisch handelnden Staat pflegt unseren Steuerhabitus. Habitus, Sie kennen den soziologischen Begriff wahrscheinlich, meint jenes innere, pseudo-individuelle Verhaltens-, Werte- und Präferenzengefüge, das typisch für eine bestimmte Gruppe ist, der wir zugehören, insbesondere für deren ökonomische Herkunft und soziokulturelle Stellung in der Gesellschaft. Nennen wir diese Gruppe Schicht oder nennen wir sie Klasse, mir ist das vollkommen egal für heute. Der Habitus ist das subjektive Bewusstsein, das durch unser objektives Sein vielleicht nicht, wie Marx ja meinte, determiniert wird, wohl aber präformiert wird. Die Klasse in mir, hat ein deutscher Philosoph den Habitus einmal sehr treffend genannt. Auch unser nach fiskalisch betriebener und gelenkter ökonomischer Staatssozialisation herausgebildeter Steuerhabitus ist folglich nichts Natürliches, sondern etwas Künstliches, etwas Gesellschaftliches. Und ob Sie wissen, dass Sie einen Steuerhabitus haben oder ob Sie es nicht wissen, ist selbst schon Bestandteil dieses Habitus. Denn, vereinfacht gesagt, wenn Sie sich als Steuerbürgerin oder Steuerbürger verstehen, sind Sie schon politisiert. Gleichgültig übrigens, ob Sie nun über Abgabelasten nörgeln und lästern oder aber unwillkürlich die Nationalhymne summen, sobald Sie an der Supermarktkasse einen Bon mit der Aufschrift 19% Mehrwertsteuer ausgeben. Sie merken nun also schon, unsere öffentlichen Abgaben stehen in einer gewissen Beziehung zum Konstrukt Identität. Und zwar sowohl der subjektiv-individuellen Identität wie auch der kollektiven Identität. Oder besser kollektiven Identitäten, bis hin eben zum pathetischen Verfassungspatriotismus der modernen Demokratie, der uns theoretisch ja sagen lassen sollte, wenn uns dieser Staat gefällt, hurra, wir zahlen gerne Steuern.
In Wilhelm Meisters Lehrjahre entspinnt Goethe einen Streit zwischen Werner und Lothario über Rechtmäßigkeit und soziale Angemessenheit verschiedener Abgabearten. Nun, sagt Lothario in Reaktion auf Werners Bekenntnis, der zahle Steuern nur aus traditioneller Sitte und habe in meinem Leben noch nie an den Staat gedacht. Nun, so Lothario, hoffe ich, sie noch zu einem guten Patrioten zu machen. Meine Damen und Herren, Sie haben mit Hilfe der soziologischen Metaphern Habitus und Sozialisation den wesentlichen Punkt erfasst, die These nämlich einer politischen Formung durch fiskalische Gestaltung. Und wir können uns nun ins eigentliche Thema begeben. Verlassen wir die individuelle Perspektive und übertragen das Bild der fiskalischen Formgebung auf größere Kollektive, sei es auf gesellschaftliche Schichten oder Klassen, sei es auf den Staat, sei es auf Europa. Zentrum meines heute mit Ihnen zu besprechenden Gedankengangs ist die in der sogenannten Fiskalsoziologie sattsam ausgearbeitete Hypothese, dass sich in den, ich zitiere Max Weber, Arten der Beschaffung der Nutzleistung für das politische Verbandshandeln, das ist so schön, dass man es eigentlich nochmal sagen muss, Arten der Beschaffung der Nutzleistung für das politische Verbandshandeln, kurz in der Einkommensarchitektur des Staates, die politische Verfasstheit einer Bevölkerung in Gänze widerspiegelt, weil, so Weber, aber nicht nur Weber, die Art und Weise, wie das Gemeinwohl fiskalisch produziert wird, ein Staatsspiegel ist. Ein Spiegel, der die diesen Staat tragende Gesellschaft reflektiert. Vertrauen Sie mir erstmal, dass ich weiß, was ich tue, wenn ich Ihnen verspreche, dass Sie das im Laufe des Vortrags immer besser verstehen werden, falls Sie es nicht schon ohnehin jetzt gekauft haben. Albert Schäffle, zum Ende des 19. Jahrhunderts, also aus historischer Perspektive vorgestern, zum Ende des 19. Jahrhunderts, der Begründer der Rede vom sogenannten Steuerstaat, sprach daher von der allgemeinen Finanzpersönlichkeit des Staates. Zuvor hatte Gustav Schmoller schon die Organe der Finanzverwaltung als Knochengerüst bezeichnet, zu welchem, ich zitiere Schmoller, die Steuern, die Regal- und Domäneinkünfte sich verhalten wie Fleisch und Blut des Körpers. Ein kräftiges, gesundes Leben derselben ist nicht denkbar ohne die zusammenhaltenden Gerüste. Zitat Ende. Der österreichische Finanzsoziologe Rudolf Goldschalt setzte 1917 dann das schnell geflügelte Wort in die Welt vom Budget als dem, Zitat, aller täuschenden Ideologien rücksichtslos entkleideten Gerippe des Staates. Zitat Ende. War natürlich auf die Oktoberrevolution gemünzt. Und auf Goldschalt wiederum verfasste Josef Alois Schumpeter, ich glaube, ich muss nicht erklären, wer Schumpeter ist, eine legendär gewordene Satire unter dem Titel Die Krise des Steuerstaates. Darin sprach Schumpeter 1918 vom Fiskus als nackter Tatsache. Auch darauf werde ich zurückkommen. Und selbstredend verwenden auch spätere Kritiker, insbesondere unsere Feuilletons und Zeitungskommentare, immer wieder Metaphern eines zur Nacktheit entschleierten Staates. Denken Sie bei nackt gern an den blanken Staat, an den Pleitestaat, also dem viel reklamierten nackten Mann, den man in keine Tasche greifen kann. Ich nenne die Einheit dieser Metaphern im Folgenden, Herr Gehler hat es schon genannt, Figur des Fiskus. Denn die Frage, welche in dreifacher Hinsicht Konstitution der Staat hat, also welche fiskalische Form, welche politische Verfassung und welche volkswirtschaftliche Fitness, hat die Staatskörpermetaphoriken der politischen Finanzsoziologie seit jeher umgetrieben. In der äußerlichen Finanzverfassung des Staates sei, so die Klassiker, ablesbar, ob die Staatspersönlichkeit mit dem Kopf arbeitet, mit den Lenden, mit den Armen, mit den Beinen oder mit dem Herzen. Sprich, ob der Staat sich durch Autorität reproduziert, also Kopf, von oben herab. Durch die schiere demografische Masse der Proles, der Lenden, daher kommt Proletariat. Also gewissermaßen durch Bevölkerungsmasse. Ja? Oder ob der Staat sich durch Muskelarbeit, also durch die Arme, reproduziert. Oder durch Schulden, Beine, weil der Staat seiner Verantwortung flieht. Oder aber durch einen, und das wäre schon eher der Steuerstaat, organischen Wirtschaftskreislauf, also das Herz im Sinne einer alles zirkulär belebenden Pumpe. In der frühen Neuzeit finden Sie statt Blut, der Blutkreislauf war noch nicht entdeckt, auch den Begriff der Nerven für dasselbe Phänomen. Sie verstehen, worauf das alles hinaus will. Meine Damen und Herren, die politische Idee einer verfassungsspezifischen Figur des Fiskus verweist also auf eine
offenkundig faszinierend reichhaltige Ideen und metapherngeschichtliche Tradition. Und wenn ich den Titel meines heutigen Vortrags nun benannt habe, Europa steuern, fiskalische Einflüsse auf europäische Formen, stellen sich aus Sicht eines Suchenden nach der Figur des Fiskus hinsichtlich EU-Europas folgende vier in den kommenden, hoffentlich etwa 40 Minuten Schritt für Schritt abzuhandelnde Probleme. Wenn erstens vom Fiskus als Staatsspiegel die Rede ist, dann ist nicht einfach nur der staatsorganisationsrechtliche Aufbau, nicht nur das formale, legal-rationale Herrschafts- und Verwaltungsgebäude des Staatsverbandes gemeint, sondern auch die Vorstellung eines ungleich politischeren Legitimationsspiegels. Wir können diese Legitimitätsbeziehung auf die berühmte Formel No Taxation Without Representation bringen und ich werde Ihnen in meinem ersten Hauptpunkt etwas Ideenhistorisches dazu ausführen. Das ist mit dem bloß geschichtlichen Rekurs auf fiskalische Masseneinsicht indes nicht getan ist, sondern auch die Arten der öffentlichen Abgaben, die politische Figur des Fiskus gewissermaßen trimmen, werde ich in einem zweiten Schritt kenntlich machen, den ich kurzerhand No Taxation Without Interpretation nenne und Ihnen dabei verdeutlichen möchte, was für eine ganz besondere Fiskalvariante der sogenannte Steuerstaat ist. Dann erst drittens können wir zu Europa kommen, denn dann erst werde ich Ihnen hinreichend deutlich gemacht haben, jedenfalls hoffe ich das, dass meine Ihnen implizit die ganze Zeit über doch suggerierte Vortragsfrage nach der Figur des europäischen Fiskus höchst paradox ist. Denn, und das haben Sie in der Anmoderation, in beiden Anmoderationen noch nicht gehört, Europa hat keinen Fiskus. Indes, Europa hat fiskalische Formen, und zwar nicht wenige, und wie Sie wissen, auch nicht sonderlich schlanke. Denken Sie nur an den Landwirtschaftssektor. Heißt das dann aber, weil Europa keinen Fiskus hat, dass eine gewissermaßen fiskaldemokratische Interpretation der EU im Sinne von No Taxation Without Representation gänzlich unangemessen wäre? Oder heißt das vielleicht sogar, dass eine Verlagerung von Fiskalsouveränität gegen Brüssel, jedenfalls eine partielle Verlagerung, ja, wir müssen nicht immer in Totalen denken, so kleine Schritte reichen ja vielleicht aus, Gehler hat das angedeutet, heißt das also vielleicht, dass eine partielle Verlagerung von Fiskalsouveränität gegen Brüssel im Sinne einer Demokratisierung Europas wünschenswert wäre? Dem werde ich mich dann im vierten und letzten Punkt meines Vortrags widmen, allerdings lediglich als Aufschlag für unsere und dann vor allem hoffentlich Ihre Diskussion, denn immerhin das Wort in Gelas war ja Europa-Gespräche, sprechen wir dann. Erstens, No Taxation Without Representation. In einem Vortrag wie diesem ist nicht der Platz, Ihnen die gewaltige politische Ideengeschichte der Demokratisierung des Fiskus vorzustellen. Eine entsprechend hilfreiche Verdichtung ist daher die berühmte Revolutionslosung, die ich gerade genannt habe. No Taxation Without Representation. Das ist allerdings nicht die Vorstellung, wir müssen hier Missverständnisse vermeiden, dass nur ein Staat, der demokratische Repräsentation ermögliche, ein legitimer Staat sei. Wohl aber heißt das, dass nur ein Staat, der die Mitsprachebedürfnisse jener gewährleistet, die ihm fiskalisch existieren, Abgaben auch verlangen dürfe. Die Sache ist also etwas kompliziert. Ich vereinfache sie, weil sie so kompliziert ist, zunächst einmal ganz obszön. Die hier zur Diskussion stehende politische Idee ist die, dass souverän ist, wer die volle Integrität des Staatsverbandes gewährleistet. Diese Souveränität muss mithin keinesfalls steuerlich finanziert werden. Sie ist vielmehr davon abhängig, was für Aufgaben das Staatswesen ausmachen und wie Minimalstaatlichkeit bereitgehalten wird. Ist die einzige Staatsaufgabe beispielsweise die innere und äußere Sicherheit, kann ein gleich wie geführter, sei es monarchisch oder demokratisch organisierter Wehrpflichtverband den Staat tragen. Die ganze antike Ideengeschichte ist voll von dieser Idee. In der älteren, zumal eben der antiken und aber dann auch der republikanischen, frühneuzeitlichen Literatur, finden sich demzufolge häufig Rechtfertigungen von Abgaben als Ersatzleistungen für Kriegstauglichkeit. Wer nicht blutet, soll wenigstens schwitzen, also gewissermaßen arbeiten. Wer nicht kämpft, soll zahlen. Mit ausgreifender Differenzierung der Staatsaufgaben, zunächst freilich mit der Überführung des Verteidigungs in einen Angriffsverband, differenzieren sich die Leistungen für den Staat. Sie können nun beispielsweise imperialistisch eingetrieben werden. Das gilt für Sie, Herr Gehler. Ich weiß, Sie haben meinen Imperien-Schwerpunkt so schön anmoderiert, da muss ich wenigstens einmal das Wort imperialistisch sagen. Was heißt imperialistisch eingetrieben? Naja, über Ausplünderung, Versklavung oder Tribute besiegter Gegner etwa.
Die Staatsleistung kann aber auch staatskapitalistisch organisiert werden, etwa indem sich fähige Kriegergruppen söldnerartig für ihre Kriegsdienste entlohnen lassen. Das muss jedenfalls heute Abend alles nicht ausdifferenziert werden. Wichtig sei für Sie nur die Botschaft, meinem Hinweis, bitte zu folgen, dass politische Souveränität mit wachsenden Staatsauf- und das heißt im Normalfall Staatsausgaben eng an fiskalischer Souveränität hängt, sodass an der Souveränität partizipiert, wer über Macht zur Stabilisierung, Klammer auf, und Destabilisierung, Klammer zu, der fiskalischen Integrität verfügt. Sie ahnen nun schon, was das für Demokratien bedeutet, aber das spare ich noch etwas aus. Wenn Sie diesen Gedanken jedenfalls bis hierhin erstmal mitgehen, ist schnell erklärt, warum eine beispielsweise feudalistische Organisation von Herrschaft keinesfalls zwingend im Widerspruch zur No Taxation Without Representation-Logik stehen müsste. Denn wenn gewissermaßen wer zahlt, sagt an gilt, müssen ja diejenigen, die nicht zahlen, nicht zwingend mitsprechen. Die Sache hat aber einen Haken. Wenn ich recht sehe, ist dieser Haken eindrücklich erstmals von Samuel Pufendorf am Ausgang des 17. Jahrhunderts formuliert worden. Denn es war Pufendorf, der in seiner Schrift über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur argumentierte, ein Monarch müsse die Bevölkerung um Zustimmung für die Veräußerung seines Landeigentums ersuchen. Das Argument ist ebenso schlicht wie juristisch folgenschwer. Wenn der feudale Souverän Kraft seines Landbesitzes souverän ist, unterstelle er mit der Entäußerung seines Grundbesitzes auch die darauf befindliche Bevölkerung der Fremdherrschaft. Und damit verliert er, so Pufendorfs Argumentation, Anspruch auf Gehorsam, Gefolgschaft, Rechtstreue. Folglich soll er gefälligst um Zustimmung bitten. Wohlgemerkt, bitte. Es mag erst einmal trivial und nach einer viel älteren, irgendwie gerechtigkeitsorientierten Idee klingen, hat bei Pufendorf aber eine fiskalische Sprengkraft. Denn es steht hier zur Frage, ob ein sich seit der frühen Neuzeit zunehmend über Kredite finanzierender Fürst seinen Grundbesitz verpfänden dürfe, ohne die Einwohner zu befragen. Das Argument ist freilich konfessionellen Ursprungs. Denn mit der Zerfaserung der fiskalischen Quellen seines Souveräns ist der Untertan nicht mehr in der Lage, die ihm seit dem Augsburger Religionsfrieden gewährte Konfessionseinheit mit dem Landesherrn zu prüfen. Nach Pufendorfs Argumentation könnte also der einfachste Bauer folglich zumindest rechtstheoretisch Anspruch auf Akteneinsicht in die damals noch als wesentlichstes Arkanum behandelten Budgetbücher seines Souveräns verlangen. Der Herr des Landes hört kurzum auf Herr des Fiskus zu sein. Staatsgebiet, Staatsfinanz und Staatsgewalt werden differenziert, wir bewegen uns also offenkundig auf die Moderne zu. Der sich verschuldende Fürstensouverän beginnt, seine Souveränität mit seinen Kreditgebern einerseits und seinen Untertanen andererseits zu teilen. Die Seite der Kreditgeber vertrat demgegenüber wenig später John Locke. Lockes berüchtigte Eigentumstheorie deklinierte den Abgabenbewilligungsvorbehalt eines Eigentümerausschusses, den Ausschusses, den wir heute Parlament nennen, und gilt somit zu Recht als Höhepunkt der von der Magna Carta bis zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung reichenden Tradition ausnahmsweise erbetener Hilfen für den Souverän. Die zunehmend parlamentarisch formalisierten Geschenke bzw. Kredite, die das im 17. Jahrhundert neuartige, aber damals eindeutig revolutionäre Besitzbürgertum der Krone überantwortet, stehen noch in einer ganz mittelalterlich verwurzelten Bede-Tradition, also Bitte, ja, der Wunsch nach Hilfe durch die Untertanen. Kurzum, es handelt sich um eine individuelle Beziehung zwischen denjenigen, die die Hilfe geben, und denjenigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen, kurzum um eine feudale Beziehung. Es geht bei Locke folglich nicht um steuerliche Abgaben, weil es keine Zwangsabgaben sind, sondern freiwillige Abgaben. Aber es geht Locke um eine parlamentarische Formalisierung des sehr viel älteren Rechts, dass die Krone nicht über das Eigentum der Stände verfügen dürfe, ohne die eher lehnsrechtlich verbriefte Treuebeziehung zu zerstören. In der berühmten Formulierung "For imposing taxes on us without our consent", mit der die Declaration of Independence 1776 die britische Krone der Vertrauensschädigung anklagt, ist samt des von Beginn des Dokuments an expliziten Rekurses auf Locke die Semantik des Mittelalters noch greifbar.
Locks Begründungsmodell, eines für den souverän unantastbaren Eigentums seiner Vasallen, kennt den Steuerstaat also noch nicht. Entsprechend hatte Locke seine vermeintlich schon moderne Souveränitätstheorie auch mit einer mittelalterlichen Abgabenverweigerungslogik begründet, nämlich einem destillierten generellen Widerstandsrecht. Ein Widerstandsrecht, das seinen ökonomischen Ursprung im Zuge der individualrechtlichen Verfassungsevolution der Moderne nicht nur hinter sich ließ, sondern geradezu ins Gegenteil verkehrte. Denn eine steuerlich ausgeprägte individualistische Verweigerungshaltung, wie sie im libertären Denken vor allem durch Henry David Thoreaus Civil Disobedience massendemokratisch popularisiert werden konnte, ist für den modernen Rechtsstaat, also unseren Rechtsstaat, undenkbar. Sie käme einer antidemokratischen Legalisierung von aktiver Steuerhinterziehung statt nur passiver Steuerverweigerung gleich. In einer zumal der repräsentativen Demokratie aber hat niemand das Recht auf eigene politische Rechnung gewissermaßen den Uli Hoeneß oder die Alice Schwarzer zu geben. Locke ist also niemand, der den Steuerzwang argumentiert oder gar legitimiert. Locke ist nur, aber das ist ja schon eine ganze Menge, jemand, der argumentiert, dass ein Staat, der finanziell unterstützt werden will, im Gegenzug das Eigentum jener, die ihn finanziell unterstützen, und zwar freiwillig unterstützen, zu garantieren habe. Der Staat hat, ich kürze das ab, seit Locke kein Recht, allgemeine Abgaben zu fordern, die in die Eigentumssubstanz seiner Vollbürger eingreifen. Der Staat muss diese Eigentümer fragen. Der Staat muss dann entweder, wenn die Eigentümer nicht zustimmen, entweder auf freiwillige Schenkungen vertrauen. Er muss Kredite aufnehmen. Er muss selbst wirtschaften. Das wäre aber ein Rückschritt in den Domänenstaat, das verstehen Sie natürlich sofort. Oder aber er muss auf Abgaben ausweichen, die das Eigentum gar nicht antasten. Ja, wie das? Dann wären wir beim Steuerstaat. Zweitens also, no taxation without interpretation. Vor dem Hintergrund der bislang genannten zwei Probleme, Zustimmungsvorbehalt für Staatshandeln einerseits, Eigentumsgarantie andererseits, können wir uns veranschaulichen, was das Besondere am sogenannten Steuerstaat ist. Die Steuer des Steuerstaates ist das fiskalische Primärmedium für die auf freiem Privateigentum basierende Variante kapitalistischer Gesellschaftsform. Deren, also unser Begriff von Steuer, meint idealtypisch, im Übrigen auch juristisch, eine von konkreten Gegenleistungsansprüchen befreite, auf privatwirtschaftlich erfolgreichen Zugewinn erhobene und von natürlichen oder juristischen Personen direkt oder indirekt zu entrichtende Zwangsabgabe zugunsten einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft. Gleichgültig, erläutere das noch ein bisschen, ist dabei, ob sich Zugewinn aus einer individuellen Erwerbsbetätigung, aus einer systematisch unternehmerischen Mehrwertproduktion oder aber aus solchen Quellen abgeleiteten Verbrauchsverhalten anzeigt. Wenn Sie das einfacher wollen, lassen Sie uns einfach sagen, besteuert wird gleich wie erfolgreiches Marktverhalten. Also Erwerbs- und Produktions- und Kapitaleinkommen sowie Einkommensverwendung. Dass der Steuererhebung im Steuerstaat normativ eigene bzw. durch seine Abschöpfungsordnung reklamierte Gerechtigkeitskriterium ist folglich das der Leistungsgerechtigkeit. Das kompensatorische oder, wenn Sie so wollen, korrigierende Kriterium, also das der Verteilungsgerechtigkeit, gehört demgegenüber erst einer nachgeordneten Sphäre an. Diese zeigt sich dann in vielen Besonderheiten der Steuerpolitik, nicht zuletzt aber in aus- und nebensteuerlichen Strukturen, in Abgaben also, die gegen eine marktgetragene Zuteilungslogik wie die der Steuer errichtet worden sind, beispielsweise beitrags- oder mitgliedschaftsbasierten Sozial- und Alterssicherungssystemen. Der Steuerstaat wirtschaftet nicht selbst, er lässt wirtschaften, und zwar in doppelter Hinsicht. Er lässt uns wirtschaften und er lässt uns für ihn wirtschaften. Als, wie Schumpeter den Steuerstaat wohlwollend nannte, als Parasit, erstrebt der Steuerstaat eine regelrechte Symbiose mit seinem Wirt, der Privatwirtschaft. Die Steuer nämlich gewährleistet eine funktionale Harmonie mit der privatwirtschaftlichen Wohlstandsmehrung. Mit der Besteuerung wird die Herausforderung bewältigt, die für private Profitabilitätsplanung zentrale Kategorie des Privateigentums rechtsverbindlich unverfügbar zu machen und doch Zwangsabgaben erheben zu können, weil, nochmal,
eben nicht Eigentum, sondern Wirtschaftsgewinne besteuert werden. Der vom Fiskus nachsteuerlich gelassene Rest erst ist dann konsolidiertes neues Eigentum. All diese Besonderheiten helfen erklären, warum ihnen widersprechende und Steuern womöglich bloß alltagssprachlich genannte Abgaben immer umstritten sind. Einmal auf den kapitalistischen Steuermodus festgelegt, ist der juristische Spielraum, andere Einnahmen an Steuern zu erheben, streng limitiert. Ja, dem Gesetzgeber stehe, so ein Jüngst, Sie haben das alle gelesen oder zumindest im Fernsehen gesehen, stehe dem Steuergesetzgeber, so ein jüngst in Karlsruhe formuliertes Spezialdiktum in Sachen Kernbrennelemente Steuer, Recht der Erfindung neuer Steuern nicht mehr zu. Also Erfindung neuer Steuer im Sinne einer begrifflichen Umdefinition des ursprünglichen Steuerbegriffs, wie er in der Verfassung angelegt ist. Das darf der Gesetzgeber nicht mehr. So Karlsruhe. Vielleicht ein berühmteres und einfacheres Beispiel, damit wir uns dann nicht über die Kernbrennelemente Steuer verständigen müssen. Margaret Thatchers gescheiterte als mittelalterliche Kopfsteuer, Poll Tax, gebrandmarkte Community Charge. Denken Sie an die, das war eine Abgabe, die auf jeden Kopf, also auf jede Einwohnerin, jeden Einwohner erlassen worden ist. Eine Abgabe also, die nicht auf wirtschaftliche Leistung gründen sollte, sondern auf bloßem Dasein. Einem demokratischen Steuerstaat der kapitalistischen Moderne unerhörtes und folgerichtig auch gescheitertes Unterfangen. Was der Steuerstaat demokratisch ist, wird Ihnen spätestens begreiflich, wenn Sie sich behelfsweise die Idee des sogenannten Rentierstaates vorlegen, also eines beispielsweise Bodenschatz, sagen wir erdölreichen Staates, der nicht das Energiepotenzial seiner Bevölkerung zur fiskalischen Reproduktion in Anspruch nimmt, sondern seine Untertanen vielmehr alimentiert und ihnen so den Willen zur Macht, zur Teilhabe an der politischen Herrschaft abkauft. Wir können ergänzend noch die sogenannte Domänenstaatlichkeit erwähnen, also jene Variante, in der, marxianisch gesprochen, Sie verzeihen das, das Eigentum an Produktionsmitteln feudalrechtlich organisiert ist. Die einfache Mehrheitsbevölkerung leiht bzw. entlehnt, Lehnsbeziehung, die Voraussetzungen für ihre Lebensmittel jenen, die über die Todes- bzw. die Verteidigungsmittel verfügen, sprich den feudalen Lehnsherren. Über die Zeitspanne seiner Herausbildung wurde der dagegen kapitalistische Modus des historisch noch außerordentlich jungen Steuerstaates stets deutlich gesehen. Bei Wilhelm Roscher heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts, dass, Zitat, wo Steuern vorherrschen, da ist die Verbindung des Staatshaushaltes mit den Privatwirtschaften und das wechselseitige Interesse beider am höchsten ausgebildet. Eine Formulierung übrigens, wir sprachen vorhin im Vorgespräch über ihn, die sich fast wortgleich immer wieder bei Paul Kirchhoff findet, und zwar seit 1972. Das wechselseitige Interesse der Privatwirtschaften und der Staatswirtschaft ineinander. Darauf kann dann etwa Max Webers generelle Feststellung bauen, der Geldabgabenstaat, wie Weber das nennt, eröffne, dem rationalen, Zitat, ja, marktorientierten Kapitalismus optimale Chancen, Zitat Ende. Denn der Steuerstaat, so heute beispielsweise der Berliner Finanzverfassungsrechtler Christian Waldhoff, ganz im Sinne von Schumpeters Parasitenmetapher, erhalte seine Wirtschaftsquellen, sprich er erhält das Privateigentum an Produktionsmitteln, er pflegt es, indem er nicht darauf zugreift. Damit sind wir nun an einem Punkt angelangt, der uns einerseits verdeutlichen hilft, was der Fiskus der supranationalen Ordnung Europäische Union alles nicht ist. Der uns andererseits aber verstehen hilft, warum die Europäische Union alles nur Denkbare unternimmt, um die steuerliche Extraktionskraft ihrer Mitglieder zu steigern. Vielleicht sogar, das können wir in die Diskussion verlegen, eine erste Antwort auf die Frage, warum, Stichwort Griechenland, die Europäische Union und die Troika so unglaublich viel unternahmen, um das verbliebene griechische Staatseigentum zu privatisieren. Also am Markt handelbar zu machen, kaufbar zu machen, damit besteuerbar zu machen. Nun ja. Drittens also Europasteuern. Ich gebe Ihnen ein paar, hoffentlich nicht zu langweilige Fakten. Ich muss dazu sagen, die könnten zu langweilig sein, weil ich dank Ihrer freundlichen Einladung zum ersten Mal in die Lage versetzt worden bin, mich ausführlicher mit der Finanzierung der Europäischen Union zu beschäftigen. Und die Produkte dieser Beschäftigung müssen Sie jetzt gewissermaßen auch ertragen. Ich muss das ja auch. Aber ich versuche das mit
einen möglichst einfachen Einstieg zu machen und werde dann schrittweise komplizierter. Der kürzeste Hinweis A ist der, dass das Haushaltssystem der EU ein Verhandlungssystem ist. Das bedeutet, dass nicht wirtschaftliche Realitäten den Fiskus der EU bestimmen, sondern politische Entscheidungen. Der Haushalt der EU basiert maßgeblich auf eindeutigen oder aber kaschierten Mitgliedschaftsbeiträgen der Mitgliedstaaten. Dass der Finanzrahmen der EU in einem sogenannten Eigenmittelbeschluss kulminiert, sollte uns also semantisch nicht täuschen. Oder kritisch gesprochen, vielleicht soll uns das gerade täuschen, aber wir lassen uns nicht täuschen. Die Eigenmittel sind weniger eigens erhobene Mittel und auch keine aus eigener Produktion erwirtschafteten Einnahmen. Nein, wo Brüssel über tatsächlich autonomisierte Haushaltsmittel verfügt, sind das betriebswirtschaftliche Sonderposten, zum Beispiel das Eigentum an Brüsseler Verwaltungsgebäuden oder ähnliches, zweckorientierte Etats und aufgestaute Rückstellungen, zum Beispiel für die Besoldung und Pension von EU-Beamten, oder aber eine Reihe marginaler Posten. Herausgehoben werden sollte zwar das Zollrechtsetzungsrecht der EU, das mit einer Zollertragshoheit einhergeht, da diese indes nicht um die binnendemokratische Organisierung der EU oder zumindest für die binnendemokratische Organisierung der EU relevant sind, erlaube ich mir den Punkt zurückzustellen und stelle viel genereller erstmal fest, gewissermaßen nach innen gewendet, es gibt keinen echten europäischen Fiskus. Der EU-Haushalt ist insofern nicht nur anders als ein nationales fiskales System, er ist gewissermaßen ein Gegenteil davon, wenn ich das mal so stilisieren darf. In Arbeiten des Berliner Finanzverfassungsrechtlers Christian Waldhoff, den Namen haben Sie heute schon mal gehört, finden Sie zudem eine juristische Erklärung für die weitgehende Abwesenheit eines europäischen Fiskus. Denn das Eigenmittelsystem solle zwar, ich zitiere nun Waldhoff, in Abkehr von der Beitragsfinanzierung die supranationale Integration von Mitgliedsbeiträgen unabhängig machen. Agrarabschöpfungen, die Zolleinnahmen, Anteile am Umsatzsteueraufkommen sowie ein an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, genauer das Bruttosozialprodukt der Mitgliedstaaten angeknüpftes Eigenmittel, sind die wichtigsten Finanzquellen der Europäischen Union. Im Ergebnis ist jedoch der Grad der Finanzautonomie, so immer noch Waldhoff, trotz des Übergangs zum Eigenmittelsystem nach wie vor gering. Das Letztentscheidungsrecht bei der Beschlussfassung über Eigenmittel steht nicht den Organen der Europäischen Union zu, auch nicht deren Rat, sondern den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verfassungsordnung. All dies resultiert aus dem engen Zusammenhang zwischen hoheitlichem Besteuerungsrecht und Demokratieprinzip. Es gibt darum keine primärrechtliche Verankerung von Fiskalbefugnissen in der Europäischen Union, denn, so nun wieder Waldhoff, durch das gesamte Verfahren der Mittelbewilligung werden die Souveränitätsvorbehalte der Mitgliedstaaten im Finanzbereich augenfällig. Die Bruttosozialprodukteigenmittel erweisen sich letztlich als kaschierte Mitgliedsbeiträge. Zitat Ende. Und, Sie sehen es, in der Erhöhung des je einzelnen mitgliedstaatlichen Bruttosozialprodukts liegt folglich die effektivste Möglichkeit der EU, ihre Eigenmittel zu erhöhen. Wenn Sie unabhängig von der Frage Binnenmarkt, Liberalisierung, Neoliberalismus und was wir da so alles an Schlagworten zirkulieren haben, sich jemals die Frage gestellt haben, warum der europäische Binnenmarkt in erster Linie ein kapitalistisch organisierter Binnenmarkt ist, dann haben Sie in diesem Prinzip eine institutionelle Erklärung. Institutionelle Erklärung meint, es ist nicht zwingend ideologisch gemeint, sondern es ist eine Eigenrationalität der europäischen Institution. Sie wollen gewissermaßen, um ihre Eigenmittel zu erhöhen, oder sie müssen den Willen haben, das will ich jetzt mich so formulieren, den Willen haben, möglichst hohe Prosperität möglichst aller Mitgliedstaaten zu gewährleisten und zu unterstützen, zu forcieren, um ihre Eigenmittel erhöhen zu können. Ein weiterer Punkt, in dem, wenn ich mir eine Empfehlung erlauben darf, beeindruckend verständlichen Buch von Peter Becker, das Finanz- und Haushaltssystem der Europäischen Union, das ich für das Folgende des Öfteren herangezogen habe, wird ferner gezeigt, dass und warum der Haushaltsplan der EU nicht durch Annuität, also Jährlichkeit, sondern durch einen 7-Jahres-Plan strukturiert ist. Das schafft einerseits Planungssicherheit, ist aber für die Perspektive demokratischer Responsivität
fatal. Wenig spricht für die Hoffnung, dass sich zumal symbolisch wichtige demokratische Interessenbedürfnisse und emotional anregende Diskussionen in solchermaßen langen Planungszeiträumen wiedererkennen oder organisieren ließen. Wir haben es in der EU mit einem geschichtlich gewachsenen Finanzierungssystem zu tun. Das wäre ein nächster Punkt, der hervorzuheben wäre. Nicht mit einem systematischen. Was ist der Unterschied zwischen systematischen und historischen Fiskalstrukturen? Die Bezeichnungen deuten es ja an. Systematische Einnahmensysteme haben eine innere, idealtypisch sachgemäße Ordnung. Sie lassen sich entsprechend reformieren, nämlich durch Fachleute, die die Fiskalmechanik oder die entsprechende Fiskalmaschine ungefähr begreifen. Demgegenüber sind historische Fiskalsysteme nun, Sie ahnen es wahrscheinlich, im schlimmsten Falle Wildwuchs. Vor allem aber pluralistische Einnahmensysteme. Unzählige politische Einzelinteressen bilden sich darin ab, mit der Konsequenz, dass der nichtsdestotrotz stete Ruf nach expertisch eingreifenden Reformen schon an politischen Kleinstwiderständen scheitert. Historisch gewachsene Einnahmesysteme werden nicht durch Vereinheitlichung und Abbau alter, sondern durch den Anbau neuer Abgaben, nun ja, reformiert. Auch das haben Sie in der Moderation gehört. Aus besagtem Buch Peter Beckers übernehme ich ferner den traurigen Hinweis, dass die eingeschliffenen Routinen der Verabschiedung der EU-Haushaltspläne einem Theaterspiel gleichen, in dem klar verteilte Rollen und allzu durchsichtige Dramaturgien bedient werden. Einschließlich des, dieser Monate sehen wir Ähnliches ständig in Berlin, üblichen Repertoires wie Nachtsitzungen, Eilmeldungen, schrillen Selbstprofilierungsinterviews, bei denen meist gar nicht auszumachen ist, ob sie der Sache oder der Person dienen, ob sie Müdigkeit oder Strategie verschuldet sind und nicht zuletzt, wie wichtig das Gesagte eigentlich ist. Der aus fiskaldemokratischer Sicht vielleicht gravierendste Mangel der europäischen Fiskalform wurde aber noch gar nicht genannt. Die EU vermengt Ein- und Ausgaben bereits in Fiskalverhandlungen selbst. Ich zitiere Becker. Das langsam gewachsene europäische Haushalts- und Finanzsystem hat dazu geführt, dass in den Mitgliedstaaten die Kosten und der Nutzen der Mitgliedschaft mithilfe des EU-Budgets deutlich gegeneinander aufgerechnet werden. Die Verrechnung von Abführungen der Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt mit den Rückflüssen aus Brüssel über die diversen Strukturfonds, europäischen Förderprogramme und Direktzahlungen an die europäischen Landwirte wird als Nettosaldo bezeichnet. Dieser Saldo wurde im Verlauf der bisherigen Entwicklungsgeschichte der europäischen Haushalts- und Finanzverhandlungen zur eigentlichen Messlatte der Mitgliedstaaten, mit deren Hilfe sie den Erfolg oder Misserfolg ihrer Verhandlungen berechnen und zu Hause ausweisen konnten. Zitat Ende. Diese Netto-Saldo-Orientierung ist aus Sicht herkömmlichen Fiskaldenkens völlig atypisch. Wer die eigene Zahlungsbereitschaft nutzenkalkulierend und nutzenmaximierend an die Vorstellung bindet, die Zahlung müsse sich gefälligst rentieren, beziehungsweise wenigstens selbst tragen, auf das eigentlich andere für das zahlen, was man angeblich selbst will. Wer so handelt, denkt im eigentlichsten Sinn nicht schon fiskalisch, sondern verlängert vielmehr eine Art Wahlkampflogik, nämlich den politischen Wettbewerb um die Programmvorschläge von in diesem Fall Nettozahlern und Nettoempfängern in die Haushaltsverhandlungen hinein. Das alles bedingt, ich kann das heute nur nebenbei erwähnen, dass Sie die umfangreichste Literatur zur europäischen Fiskalpolitik nicht über Fragen der Finanzierung der EU, sondern über Fragen der Finanzierung durch und mit der EU finden. Vereinfacht gesagt, Subventionen auf der einen, Steuerharmonisierung auf der anderen Seite. Wirtschaftliche, nicht politische Integration ist hier das Ziel, verbunden allenfalls mit der nun drei Jahrhunderte alten Ideenwelt vom Du-Commerce und dem Freihandel, also der sicher nicht ganz falschen Annahme, dass transnationale und internationale Wirtschaftsbeziehungen politische Akteure mäßigen können. Ein weiterer Punkt. Ein Öffentlichkeitshemmnis dieser Ideale, bevorzugt wirtschaftlicher Integration, ist, dass sie in den letzten 20 Jahren maßgeblich Kritiker auf den Plan gerufen hat, aber kaum Verteidiger. Für die Zeit nach und seit der Finanzkrise stehen Ihnen vermutlich genügend eigene Beispiele vor Augen. Falls nicht, finden wir in der Diskussion noch genügende. Für die Zeit vor der Finanzkrise will ich an einen Beitrag Ernst Wolfgang Böckenfördes erinnern. Der attestierte 1997 unter dem Titel »Welchen Weg geht Europa?«, dass die EU über zwei verschiedene Marktkonzepte verfügt, die gemeinsam, Zitat, »in eine Sackgasse führen«. Das eine Marktkonzept sei der herkömmlich gedachte, tendenziell weltumspannende Markt, also die mehr oder minder freie Gesellschaftssphäre privater Produktion und Konsumtion.
Das zweite Marktkonzept sei das, was wir europäischen Binnenmarkt nennen. Also, ich zitiere, die stufenweise Realisierung einer regulierten Binnenordnung der auf Bestandssicherung und Planifikation abstellenden Einzelmärkte, wie der ursprüngliche Montanmarkt und vor allem der Agrarmarkt, Zitat Ende, mittlerweile bekanntlich auch der Arbeitsmarkt. Die finale Orientierung der darüber angedachten ökonomisch-funktionalen Integration sei das Ideal einer, nochmal Zitat, umfassenden Wirtschaftsgemeinschaft, nüchterner gesagt der Ermöglichung und Ingangsetzung eines national nicht mehr behinderten oder gedämpften Wettbewerbskapitalismus. Zitat Ende. Da aber, doch nochmal ein Zitat von Böckenförde, die meisten Lebensvorgänge und Sachbereiche eine wirtschaftliche Seite und damit einen wirtschaftlichen Aspekt aufweisen, hat das ein weites Feld eröffnet. Ich, also Böckenförde, ich nenne nur Ausbildung, Berufszulassung, Berufsordnung, Forschung, Technologiebesteuerung und Fernsehen. Ich bin. Die zunehmende Angleichung und wirtschaftsbezogene Unitarisierung hat die Bedeutung nicht nur der nationalen Eigentümlichkeiten und Lebensformen, sondern auch und gerade der nationalen Volkswirtschaften zurücktreten lassen, und in verschiedensten Bereichen einen in Anlehnung an Schumpeter gesprochenen Prozess der produktiven Zerstörung vorangetrieben, etwa der Zerstörung von Tradition, bäuerlicher Lebensform, entsprechender Demografie und so weiter. So Böckenförde. Damit sei, so ein düsteres Fazit von ihm, die erst einstmals mühsam erkämpfte Einheit von Staatsraum, geregelten Wirtschaftsraum und Sozialraum eine Grundlage, also des modernen Wohlfahrtsstaates und der sozialen Marktwirtschaft, aufgegeben. Zitat Ende. Woher also, ich pointiere das mal in eigenen Worten, und das ist eine typische Sorge von Böckenförde zeitlebens gewesen, woher in einer dergestalt auf umfassende Marktkonkurrenz dressierten europäischen Wettbewerbsgesellschaft die für ein demokratisch hoffnungsvolles Fiskalsystem erforderliche sozialmoralische Binnensolidarität zu beziehen wäre, ist keinesfalls gewiss. Ich gebe Ihnen zu, dass es sich hier um ein im besten Sinne konservatives Argument handelt. Denn wenn wir wissen, dass viele moderne Nationen als Steuerzahlerkollektive entstanden und über die Steuer zu Demokratien geformt wurden, ließe sich die Skepsis doch auch umkehren. Der integrierte Wirtschaftsverband ginge dann der Möglichkeit, aus ihm eine Steuergemeinschaft und darüber eine europäische Solidar- und Demokratienation zu erzeugen, nur voran. Dass so aber von vielen führenden Intellektuellen gerade nicht argumentiert wird oder nicht mehr argumentiert wird, sollte das Beispiel Böckenfördes zeigen, zumal mit ihm zu fragen bliebe, warum wir überhaupt eine ausgerechnet kapitalistische Konkurrenz der EU-Bevölkerung künstlich anheizen sollten, um uns dann für die Kompensation der vielen negativen Effekte eines solchen Europakapitalismus ein eben diesen Kapitalismus demokratisch eingehegendes Solidarsystem zu erträumen. Warum also die Leute wirtschaftlich gegeneinander aufhetzen und hoffen, dass sie sich erst als Aufgehetzte untereinander demokratisch solidarisieren? Viele Details, damit schließe ich diesen Punkt, der Griechenland-Krise haben die Perversion dieses Denkens deutlichst aufgezeigt. Genug damit der Informationen zu einigen Strukturen europäischer Fiskalität. Sie sehen, die Fiskalität der Europäischen Union hat eine eigene Figur, indes eine, die, um im Körperbild zu bleiben, figuriert ist. Das heißt, sie ist das Abbild nicht einer Ordnung oder eines Kollektivs, beispielsweise eben Abbild von europäischer Wirtschaftskraft, von europäischer Demokratie oder gar europaweit bereitgestellten öffentlichen Gütern. Nein, die Figur des europäischen Fiskus ist vielmehr eine Figuration nationaler Vorentscheidungen und sektoraler, etwa agrarpolitischer Sonderinteressen. Unter anderem all diese Punkte führen dazu, dass Beobachter dem europäischen Finanzsystem keine Finanzierungssystem, Verzeihung, das sind zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die sollten nicht durcheinander gehen, also dem europäischen Finanzierungssystem keine sonderlich demokratisierenden Reformhoffnungen zuschreiben, ja immer wieder, wie Peter Becker, ich hatte ihn erwähnt, von Anpassungsstillstand sprechen und damit meinen, dass das Fiskalsystem der EU ihren tatsächlichen Regelungs- und Finanzbedürfnissen schlichtweg hinterherhinkt. Deshalb machten, ich zitiere jetzt abschließend stellvertretend einen Beitrag Daniel Mertens aus der dieser Tage erscheinenden politischen Filialschrift, die Fragmentierung und Konstitutionalisierung sowohl der fiskalischen Integration als auch die in ihr vortretenden Macht- und Interessenkonflikte einen demokratisierenden Effekt weiterer Vertiefungsschritte zwar nicht unmöglich, aber doch unwahrscheinlich. Zitat Ende. Schlussbemerkung.
Das System allenfalls geteilter Hoheitsrechte bedingt, dass die Europäische Union keine Souveränität im nationalstaatlichen Sinne besitzt. Das ist kein Geheimnis. Insbesondere verfügt sie aber nicht über eine der ursouveränsten und zumal für den demokratischen Verfassungsstaat konstitutiven Möglichkeiten, das Recht, Zwangsabgaben zu erheben. Im Gegensatz zu den auf der Wirtschaftskraft eines Landes basierenden Staatsbudgets ist das fiskalföderalistische Finanz- und Haushaltssystem der EU regelmäßig ein komplexes Verhandlungsergebnis politischer Interessengeflechte. Nicht Zwang und Volkswirtschaft, wie im Staat, sondern Freiwilligkeit und das Kalkül auf positiven Nettosaldo, also Einzahlung und Rückflüsse werden gegeneinander verrechnet, sowie das Kalkül auf die maximale Wirtschaftsleistung von, once again, kapitalistischen Steuerstaaten formen den europäischen Fiskus. Zwar sind im Zuge der jüngsten Finanz- und schließlich Wirtschafts- und Fiskalkrisen eine Reihe von einschneidenden Veränderungen im kollektiven Fiskalgebaren der EU zu beobachten, in ihnen entdecken einige Beobachter Hinweise auf den zunehmenden Willen zu einer europäischen Finanzverfassung. Denn spätestens im Rahmen der europäischen Finanz-, Währungs- und Integrationskrise sind Ideen populärer geworden, die nationalstaatliche Legitimitätslogik No Taxation Without Representation auf die EU anzuwenden. Und vielleicht birgt die dynamische Kopplung von Finalität und Fiskalität Europas ja tatsächlich einige faszinierende Möglichkeiten, insbesondere die Möglichkeit, durch die moderate Ergänzung des europäischen Fiskalföderalismus die demokratische Legitimität der EU zu stärken. Vielleicht sogar die Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit Brüssels gegen die lähmenden Vetomöglichkeiten renitenter Mitglieder zu erhöhen. Ja. Andere halten dagegen, dass die jüngeren Wünsche, die EU mit mehr fiskalischer Macht auszustatten, doch eher Folgen der katastrophalen Fiskalfiguration Europas seien als deren Lösung. Insbesondere steht seit der Griechenland-Krise das Problem im Raum, dass die EU durch die Einführung einer europapolitisch offenkundig desaströsen Währung, also dem Europa spaltenden Euro, die soziale Ungleichheit in Europa verstärkt hat, und zwar in einer Weise verstärkt hat, dass diejenigen Nationen, die wie Deutschland auch fiskalisch am meisten vom Euro profitieren, zugleich diejenigen Nationen sind, die durch einen Teiltransfer fiskalischer Hoheitsrechte an die EU am stärksten verlieren würden. Anders gesagt, mit den Deutschen ist europäische Fiskalsouveränität sicher nicht einmal ansatzweise zu machen. Halten wir das alles als eine Art Zwischenfazit fest und gehen in die Diskussion, für die ich Ihnen allerdings einige bestenfalls öffnende Anregungen bieten möchte. Denn wenn Sie mir, was ich sehr hoffe, bis hierher folgen konnten und wollten, werden Sie längst bemerkt haben, dass ich Ihnen eigentlich einen demokratietheoretischen Blattschuss gegen Vorschläge geliefert habe, der Europäischen Union unter derzeitigen Bedingungen auch nur das kleinste Besteuerungsfutzelchen an Kompetenz zuzugestehen. Das mag unerfreulich klingen, resultiert aber aus der von mir immerhin grob skizzierten demokratischen Legitimitätsfunktion des Fiskus. Aber vielleicht finden wir dafür heute Abend ja Lösungen. 4 Anregungen dazu. Erstens. Wer soll, rein legislativ betrachtet, eine europaweite Steuer beschließen? Oder anders gefragt, welche Instanz der Europäischen Union würde die direkte Legitimitätskette zwischen Steuerbevölkerung und Steuererhebung herstellen, ohne die das liberaldemokratische Steuerstaatsmodell der Gegenwart bislang nicht zu denken war? Eine solche Instanz gibt es meines Wissens bislang nicht, denn der Europäische Rat ist ein aus nationalen Regierungen zusammengesetztes und damit mehr oder minder nationalen Parlamenten und Gerichtshöfen unterworfenes Gremium, ohne Exekutivgewalt. Das Europäische Parlament wiederum ist in Ermangelung einer europäischen Verfassung bzw. eines entsprechenden Verfassungsgerichts nicht in der Lage, die der Steuererhebung vorausgehende Eigentumsgarantie zu gewährleisten. Wer also soll entscheiden? Zweitens. Nun könnten Sie ja sagen, gut, dann müssen wir zu Steuerarten greifen, die sehr viel spezifischer begründet sind als durch allgemein souveränitätstheoretische Erwägungen, gewöhnlich also kommunale bzw. allgemeiner substaatlich variierende Steuern, wie etwa die Gewerbesteuer. Gesetzt den Fall, das wäre überhaupt rechtlich möglich, ökonomisch rational und womöglich sogar, was ja nicht das Unwichtigste ist, fiskalisch ertragreich, wäre meine Rückfrage, was für eine Art von politischer Legitimität wollen Sie damit in der Europäischen Union eigentlich erzeugen? Was wollen Sie delegieren? Ja? Das ist keine ketzerische Frage, ne? Wir müssen das, glaube ich, diskutieren. Was soll damit erzeugt werden? Drittens, die vielleicht wichtigste Frage wäre, noch simpler, die Frage nach dem fiskalen Zweck oder anders.
soll das durch eine europäisch erhobene Steuer gewonnene Aufkommen für eine bestimmte Aufgabe reserviert werden oder einem allgemeinen Etat zufließen. In letzterem Fall, der allgemeine Etat, wäre die legitimationspolitische Frage wieder wozu? Was wäre damit gewonnen, eine als Sondergeld deklarierte, vielleicht ja sogar populäre Zusatzsteuer, nennen wir sie anspielungshalber einfach mal Solidaritätszuschlag, in einen allgemeinen Topf zu werfen? Ich erinnere noch einmal an das Pufendorf-Argument, das ich Ihnen ausführte. Sie sind gefragt, wenn Sie politisch betroffen sind. Das war Pufendorfs Argumentation. Eine zusätzliche Allgemeinsteuer würde aber nur bedeuten, Sie verlieren Geld, um keinen politischen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie einfach Geld rausschmeißen müssen, finden wir sicherlich auch bessere Wege. Der erstere Fall ist aber spannender. Die Idee einer Zwecksteuer, also einer Zweckabgabe unter der Bedingung einer konkreten Verwendungsbindung. Boah, was könnte solch ein Zweck sein? Darüber können wir ja diskutieren. Wofür würden Sie gerne zahlen? Und, das ist auch eine wichtige Frage, warum sollte dieser Zweck über eine Steuer finanziert werden und nicht über andere Möglichkeiten der Finanzierung? Vierter und letzter Punkt deshalb, Stichwort No Taxation Without Interpretation. Vielleicht denken wir auch über die Funktionsweise der betont kapitalistischen Steuerstaatlichkeit hinaus, denken also gar nicht an eine Steuer, also an eine alle betreffende Zwangsabgabe, sondern denken wir an partielle und nicht zwingend auf bloßen Gewinnen abhebende Einnahmen. Sagen wir an Gebühren oder sagen wir an kollektive Versicherungssysteme oder gar an suprastaatliche Eigenbetriebe, gewissermaßen an europäische Genossenschaften. Wir könnten ja gebührenfinanzierte europäische Universitäten gründen oder bestehende Hochschulen entsprechend umbauen. Solche Einrichtungen würden dann von jenen finanziert, nicht sofort, versteht sich, sondern über Absolventenrückflüsse und Ähnliches, die sie tatsächlich in Anspruch nehmen. Was Betriebswirte dazu sagen, ist mir vollkommen klar. Mir geht es um die politische Logik. Was wollen sie erreichen? Welche politische Legitimität wollen sie erzeugen oder delegieren? Wir könnten auch europaweite Verkehrswege genossenschaftlich erwerben und bewirtschaften, also europäisches Kollektiveigentum herstellen. Wir könnten beitragsfinanzierte europäische Arbeitnehmerschutzversicherungen einführen, Schutzeinrichtungen insbesondere, die die teils fatal asoziale Ausbeutung in der europäischen Arbeitsmigration reduzieren helfen. Wir könnten europäische Baukredit- und Wohnungsgenossenschaften gründen, mit denen wir den Mietspekulationsmarkt aufmischen und Grundstücke, ja ganze Landstriche in das Eigentum europaweiter Gesellschaften überführen. Es sind alles keine neuen Ideen und ich darf Sie beruhigen, es sind auch keine sozialistischen Ideen, die alle marktwirtschaftlich schon erprobt wurden. Aber es sind Ideen, die nicht in den Kategorien von Besteuerung und europäischem Haushaltsrecht denken. Und was Sie dazu denken, interessiert mich jetzt am meisten. Deshalb danke ich Ihnen sehr für die freundliche Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, Herr Stolz, herzlichen Dank für diesen wohl an Dichte Intellektualität kaum zu toppenden Vortrag. Gut, dass wir Video Aufnahmen haben, dann können Sie den Vortrag in aller Ruhe im Longplay auch nochmal genießen. Jedenfalls herzlichen Dank, dass Sie dieses Thema von seinem gesamten Facettenreichtum der Komplexität aufgedröselt haben, von der Etymologie, also der Bedeutung, der Wortbedeutung von Stau und Lenken und Steuern über verschiedene, wenn man so will, ideengeschichtliche, steuerphilosophische Entwicklungen aufgezeigt haben, wo Namen wie Albert Schäffle, Gustav Schmoller, Rudolf Goldscheid, Max Weber, Samuel Pufendorf und so weiter aufscheinen. Das ist im Grunde schon das große Spektrum einer Editionsarbeit, die Herr Dr. Hunholz auch vorbereitet als Grundlagenforschung. Sie haben dann vier Thesen in den Raum gestellt und kritisch auch beleuchtet, wie die ganze Ambivalenz, diese ganze Zwiespältigkeit des Themas Steuer, Freiwilligkeit, Zwang in diesem Spannungsverhältnis aufgezeigt haben. Also keine Besteuerung ohne Vertretung, ohne Repräsentation, aber auch keine Steuern ohne Erklärung, ohne Deutung, ohne Interpretation, ohne Legitimation. Die Europäische Union, die über keinen Fiskus verfügt, aber eine Vielzahl nationaler fiskalpolitischer Formen aufweist. Und schließlich auch die Frage der partiellen Verlagerung
Sie haben auf das amorphe, Sprungsportartige Finanz- und Finanzierungssystem der Europäischen Union hingewiesen. Abschöpfungen, Zölle, Mitgliedsbeiträge mitunter kaschiert. Aus all dem haben Sie eine ganze Fülle von Fragen abgeleitet. Wer beschließt eigentlich, wenn überhaupt, eine Steuer der Europäischen Union? Die Instanzenfrage. Welchen Zweck soll diese erfüllen? Welche Aufgabe? Sowas wie ein europäischer Soli, nachdem wir den Deutschen immer haben. Oder was ganz anderes. Das war das letzte wichtige Wort, nämlich jenseits der Haushaltslogik, jenseits dieser Eigenmitteldynamik, jenseits dieser nationalen Vorentscheidungslogiken, Gebühren, Versicherungssysteme, Absicherungssysteme, also jenseits der Steuer offensichtlich denken. Ich habe mich gefragt beim ganzen Vortrag, Sie haben mit diesem Thema, obwohl wir seit 10 Jahren uns mit diesem Thema Europa, europäische Integration beschäftigen, das ganze Dilemma dieser Europäischen Union aufgezeigt. Paradigmatisch, nämlich, wie steuerbar ist diese Europäische Union überhaupt? Wie stabil ist diese Europäische Union überhaupt? Kann diese Europäische Union sich eigentlich vor diesem Hintergrund wirklich weiterentwickeln, substanziell weiterentwickeln? Ist das, was wir jetzt alles erlebt haben mit Macron und Merkel und die vielen Vorschläge, Diskussionen, europäischer Finanzminister, Eurobudget, Europarlament, Transferunion, sind das nicht alles eigentlich Glasperlenspiele? Unwichtiges, was aber nur dient, um Kulissen aufzubauen, die gar nicht dahinter schauen lassen, was für strukturelle, historisch gewachsene, wildwuchsartige Verhältnisse bestehen, die eigentlich nur in einem Kahlschlag zu lösen sind. Und jetzt sind wir wieder bei der Entscheidungsfrage, bei der Instanz. Wer soll diesen Kahlschlag, wer soll dieses Buschmesser in die Hand nehmen, den Dschungel freilegen für EU, Europa? Bitte, ich freue mich auf die Diskussion, die leiten wir jetzt und kommen Sie hervor und wir greifen in die Runde rein und schauen, was wir für Fragen haben. Bitte schön. Herr Leonhard, ich freue mich über Ihre erste Wortmeldung. Bitte, laut und deutlich, ich glaube, wir haben ja, Mikrofon jetzt hier. Bitte. Die Idee einer europäischen Steuer kommt mir so vor wie ein Luxusthema. Denn, und auf der anderen Seite habe ich ein Thema bei Ihnen vermisst, nämlich, dass Sie auf die Verteilungsfolgen von Steuern eingehen. Also nach meiner Beobachtung hatten wir bis vielleicht 1970 oder 80 ein solides, verstehbares Steuersystem und danach wurde das Steuerrecht aufgebläht, es wurde kompliziert, sodass, und heute haben wir ein Steuersystem, was so kompliziert ist und vor allen Dingen durch die Globalisierung, durch die Hinzunahme ausländischen Steuerrechts noch viel komplizierter geworden ist, dass sich eigentlich nur Superreiche und Großkonzerne, die sich die entsprechenden Anwälte leisten können, sich dort zurechtfinden. Und die Folge ist, das Thema Steuervermeidung, will ich hier nennen. Also der normale Steuerbürger, der zahlt seine Steuern und die Superreichen und die Großkonzerne nicht. Das heißt also, die Bereitschaft in der Bevölkerung und die Europäische Union ist daran auch beteiligt, an diesen, sie hat diese Dinge zugelassen, sie hat jedenfalls wenig bewirkt, um die sogenannte Steuerkonkurrenz, den sogenannten Steuerwettbewerb der Nationalstaaten, der dazu führt, dass so Staaten wie Luxemburg, dass man die eigentlich als Steueroase bezeichnen kann. Die Bereitschaft der Bevölkerung ist meines Erachtens sehr gering, so eine europäische Steuer überhaupt, der irgendwie zuzustimmen. Vielen Dank, damit sind wir wieder beim Thema Steuerdemokratie, Steuerlegitimation, Loyalität etc., Perspektiven der Europäischen Union, Fragezeichen. Wollen wir noch ein bisschen sammeln oder direkt dazu? Wir sollen gerne. Bernd, ich habe ja genug gesprochen. Bitte, Herr Lühr. Sie haben ja eben schon das Wort europäischer Finanzminister angesprochen. Ich meine, gelesen zu haben, dass die Idee kam ja, glaube ich, von der SPD, dass dieser Finanzminister versuchen soll, möglichst eine Übereinstimmung von von einigen Steuern, ob es die Maut ist oder die Finanztransaktionssteuer oder andere Gewerbesteuer, europäisch zu legalisieren oder anzupassen oder anzugleichen,
damit da ein Anfang gemacht wird, dass alle in Europa auf ein bestimmtes Produkt gleiche Steuern zahlen. Habe ich das falsch verstanden, dass das die Idee ist, diesen europäischen Finanzminister mit solchen Aufgaben zu bedienen? Vielen Dank für diese Meldung. Meines Wissens stammt diese Idee, ich bin schon ein bisschen älter, nicht von der SPD, zwar in den ältesten Parteien Europas, ist auch Deutschlands, aber nicht dieses Vorrecht für sich in Anspruch nehmen kann, sondern von Jean-Claude Trichet, dem ehemaligen EZB-Präsidenten, an der sich eine Laudatio im Rahmen einer Verleihung des Karlspreises in Aachen. Bitte, eine dritte Frage, dann haben wir alle guten Dinge, sind drei, noch eine dritte. Wo sind denn die Studierenden? Wenn ich einen Blick habe, die Teil der Europagespräche sind. Aber gerne, bitte. Wir sind offen für alle Richtungen, bitte schön. Dritte Frage, bitte. Das ist keine Frage, vielleicht doch. Ja. In Europa ist keine Vereinigte Staaten von Europa, die gibt es nicht. Und solange Europa also noch kein eigener Staat ist, hat er auch kein Recht, Steuern zu erheben. Und zwar keine Steuern zu erheben von den Bürgern, die diesen Staatengebilde, was ja in Entwicklungsstaat so hat, jetzt noch, ich will da mal hin, aber solange das nicht ist, kann dieses Europa keine eigenen Steuern erheben. Das ist doch ganz sicher. Solange es kein Staat ist, gibt es da keine Steuern. Die können möglicherweise ein anderes Modell dafür ausführen. Das ist durchaus denkbar. Und das ist auch der Grund, warum ein europäischer Finanzminister niemals einen eigenen Etat haben. So, das ist das eine. Und das zweite ist, wie wollen Sie denn ein derartiges im Prozess oder im Prozess entwickeltes Europa finanzieren? Da gibt es eigentlich nur das Modell, was wir haben. Das kann verbessert werden, aber im Grundsatz nicht verändert. Die leben davon, die werden finanziert von den Beiträgen, die die Staaten dem Europa zur Verfügung stellen und mehr nicht. Vielen Dank, jetzt haben wir drei Riesenthemen. Einmal die Frage Steuer als Luxusthema, welche Verteilungsfolgen ergeben sich? Die zweite Frage, ist mit diesem Finanzminister Projekt, Idee, mit dem Vorstoß, von wem auch immer, die Idee verbunden auf jedes Produkt in Europa die gleiche Steuer? Und die dritte Frage, Vereinigte Staaten von Europa existieren nicht, so die These. Es kann erst eine Steuer erhoben werden, wenn ein Staat existiert, also der Weg umgekehrt über eine Steuerentwicklung, Steuerunion zur Staatlichkeitsunion, Fragezeichen, und wie weit ist das Modell der staatlichen Steuereinhebung eigentlich das Entscheidende und letztlich Maßgebliche? Ich hoffe, ihn richtig wiedergegeben zu haben. Jetzt nach dem Turn. Ja, vielen Dank erstmal für die Redebeiträge. Ich erlaube mir, die Reihenfolge etwas chaotisch zu handhaben und für mich selber zu ordnen. Vorweg gesagt, müsste man wahrscheinlich noch sagen, einigen Redebeiträgen wäre ja überhaupt nicht zu widersprechen. Also beispielsweise den Hinweis, Europa ist kein Staat, die Europäische Union ist kein Staat und kann deshalb nicht besteuern. Ja, das ist ein Fakt, den wir erstmal so festhalten können. Ob die Begründung stimmt, sei dahingestellt. Aber der Fakt, ja, können wir zustimmen. Die Verteilungswirkung, auch da, ich teile vielleicht nicht jeden Unterton, aber im Prinzip haben Sie doch recht, bei Steuern, wie überhaupt bei allen Formen von Fiskalität, muss man nicht nur aus ökonomischen Gründen Verteilungswirkungen berücksichtigen. Und das hat, ich habe das im Vortrag, es tut mir leid, wenn das zu komplex war, by the way, aber ich habe das im Vortrag ja wenigstens versucht anzusprechen, diese Verteilungswirkungen wurden in der Europäischen Union, wie ich sie kenne, in den letzten, ich sage es mal grob, Jahrzehnten nicht angemessen berücksichtigt. Nicht zuletzt deshalb stecken wir jetzt ja in einigen dieser Diskussionen drin. Wir werden heute Abend nicht alle aufrufen, ich habe auch nicht alle aufgerufen, aber ich nenne Ihnen zwei Namen, die Ihnen vielleicht, ich könnte Ihnen drei nennen, aber einer ist schon gefallen, Kirchhoff. Ich nenne Ihnen zwei weitere, die in jüngerer Zeit auf die europäische Finanz- oder europäisch verursachte Finanz- und Fiskalkrise reagiert haben. Thomas Piketty, Sie kennen das, Kapital im 21. Jahrhundert, und Wolfgang Streeck, also die vertagte Krise, von der er sprach, und die er so zuspitzte, mit einer, die Politologen würden sagen,
reformulierten, erneuerten Variante der sogenannten Spätkapitalismus-Theorien, die strikt zuspitzte in der Frage Kapitalismus oder Demokratie. Also das sind laufende Debatten, ja, die haben wir alle, wir werden sie heute Abend nicht aufrufen, aber die beschäftigen sich mit dieser Verteilungswirkung. Also auch mit Verteilungswirkungen, die gewissermaßen durch innereuropäische Steuerpolitik und durch europapolitisch forcierte Steuerpolitik, inklusive Ansiedlungspolitik, unterschiedliche Steuerharmonisierung, Steuerwettbewerbe und so weiter, verursacht worden sind. Dazu gibt es riesige Forschungsberge, die ich mich nicht traue, alle wiederzugeben, aber ich würde erstmal Ihnen quasi damit zugestehen, ja, die Verteilungsfrage ist wichtig und wir müssen sie berücksichtigen bei der Frage der Thematisierung von Steuern. Ich will aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Ganz anderes wagen, was ich an mehreren Stellen des Vortrags wenigstens versucht habe zu sagen, nämlich, oder nicht zu sagen, sondern zu fragen, nämlich die Frage zu stellen, worüber diskutieren wir eigentlich, wenn wir, machen wir es einfach, in Massenmedien lesen, es müsste irgendeine Art von Besteuerungskompetenz gegen Brüssel, Richtung Europäische Union transferiert werden, um, das ist ja die implizite Annahme dabei, eine höhere Popularität der Europäischen Union zu erreichen, eine höhere demokratische Transparenz oder eine höhere demokratische Kommunikationsfähigkeit der EU und so weiter. Das ist ja die implizite Annahme dabei. Und darauf richteten sich meine abschließenden Fragen. Wenn wir diese Diskussion öffentlich führen, müssen wir sie vielleicht zweigeteilt führen. Zum einen, richten sich diese Vorschläge eigentlich tatsächlich auf Besteuerung oder richten die sich auf ganz was anderes? Ja? Das ist ja nicht so klar. Deshalb beispielsweise meine Frage, wollen Sie denn eine Zwecksteuer oder wollen Sie eine allgemeine Steuer? Wenn Sie eine allgemeine Steuer wollen, naja, dann können Sie mir auch das Geld geben. Das hat genau den gleichen Einfluss. Ja? Sie gewinnen keine Demokratie, aber sind das Geld los. Ja? Wenn Sie eine Zwecksteuer wollen, wäre doch die Frage der europäischen Zwecke da. Ja? Und dann wäre wiederum meine Rückfrage, muss es dann eine Steuer sein? Oder können wir das nicht fiskalisch auch anders organisieren. Das wäre sozusagen meine vorgeschaltete Ebene, die ich auch versucht habe, mit einigen ideenhistorischen Rückgriffen, beispielsweise auf Block, beispielsweise auf Kufendorf und so weiter, zu veranschaulichen. Also eben zu sagen, das demokratisch bzw. erstmal legitimationspolitisch Interessante an der Abgabenerhebung ist die Frage, was für eine Macht bekommt derjenige, der abgibt. Und erst nachgeordnet ist die Frage, was für eine Art von Abgabe wird da eigentlich erreicht. Sie können ja auch einen europäischen Zivildienst einführen oder sowas. Das ist auch eine Form von Abgabe. Aber es ist keine steuerliche Abgabe. Also die Typen der Abgabe, das sind die, die mich auch interessieren. Und die erzeugen eine nochmal ganz andere als eine rein ökonomische oder sozial ungerechte oder gerechte, was auch immer, kompensatorische Verteilungswirkung, nämlich die politische Verteilungswirkung. Und die ist für die Frage der politischen Legitimität meines Erachtens besonders wichtig. Deshalb glaube ich nicht, um dieses Stichwort, das nicht von mir kam, aufzugreifen, dass es sich um Luxusthema handelt. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da hat Herr Gehler in seiner Reformulierung dessen, was ich gesagt habe, sehr richtig gelegen. Ich glaube, dass es sich bei der Beschreibung des Fiskus oder der Figur des Fiskus der Europäischen Union durchaus um eine Frage handelt, die das Dilemma in Gänze thematisiert. Nicht löst, nicht in Gänze beschreibt, aber thematisiert. Warst du schon? Ja, ich habe bemerkt, dass der Appell in Richtung Studierendenschaft gefruchtet hat. Bitte. Laut deutlich für alle, liebe Kollegin Mohr, bitte. Ja, also im Prinzip haben Sie eben auch schon was zu meiner Frage oder die Frage, die ich hätte gesagt. Ob es, also für mich zumindest, stellt sich eben die Frage, ob im Zuge der Solidaritätskrise so ein oder eine Besteuerung eben tatsächlich was bewirken würde. Im Zuge dessen, dass man sich als nicht nur eben als Nationalstaatsbürger sieht, sondern auch als Europäer oder als Europäerin, also dass dieses Gefühl eben der Solidarität zunimmt, das würde ich tatsächlich sehr stark, also würde ich bezweifeln. Und ich würde, also ich persönlich würde es theoretisch gut heißen, aber dann auch nur eben im Zuge einer Zwecksteuer, oder die Frage, die Sie eben gestellt haben, weil ich überzeugt bin, dass gerade wenn man Transparenz
oder wenn man eben diese Transparenz zulässt, dass man sagt, man hat eine Steuer, die eben einem bestimmten Zweck dient, dass man dort eben wahrscheinlich dieses ganze ja, europäische Mehrebenensystem-Gefüge vielleicht ein wenig mehr auflöst und auch für die Masse deutlich breiter verständlich macht. Und das macht ja eben Transparenz und gerade im Hinblick auf Steuern, wo fließen EU-Gelder hin, Sie haben es ja ausgeführt, das ist ein wahnsinnig kompliziertes System und gerade durch sowas könnte man vielleicht allgemein mehr erreichen, kann ich mir persönlich zumindest vorstellen. Dankeschön. Weitere Frage direkt, bitteschön. Das Thema Steuern in Europa hat ja sehr viel zu tun mit Akzeptanz. Man gibt ja immer gern, wenn man etwas als gerecht empfindet und auch einen Sinn dahinter sieht. Und je größer etwas wird, desto weniger gelingt es dann dem Einzelnen sozusagen, das zu durchblicken, was dort passiert. Auf der europäischen Ebene ist das schon für mich unglaublich weit weg. Auf der Bundesebene fällt es auch schwer, das zu nachvollziehen, was der Bund eigentlich mit den Steuern und Abgaben, die er so erhebt, eigentlich macht. Sei es nur irgendwelche Autobahnen zu bauen, die hier gehen, irgendwelche Dinge zu tun, die eigentlich mit der sinnvollen Mittelverwendung dieser erhobenen Steuern, die ja alles Ertragsabschöpfung aus sind, durch Arbeit geleistet wird und die Vernunft eigentlich nicht da ist, dass die Ausgaben überprüft werden. Und bis hin zur kommunalen Ebene, wo wir ja auf der kleinen Ebene auch feststellen, dass Steuern und Abgaben erhoben werden, verwendet werden, wir aber auch nicht nachvollziehen können, warum und wieso. Und da auch teilweise Dinge passieren, was man sich da nicht nur in den Kopf laufen kann und die Jahre reichen kann, dass man letztendlich jeden Tag zur Arbeit geht, irgendetwas produziert oder die Unternehmen Gewerbesteuer zahlen und dann irgendwelche anderen Dinge verwendet werden. Das ist ja Akzeptanzthema. Und bei der Höhe der Steuerlast, die wir im Moment ertragen, nimmt ja die Akzeptanz immer weiter ab oder ist halt gar nicht mehr vorhanden. Und die Frage ist ja auch, was kann eine europäische Steuer an Akzeptanz eigentlich erfahren, wenn wir überhaupt nicht die Vernunft dahinter sehen, dass die Mittel anständig eingesetzt werden. Vielen Dank für den Beitrag. Bitte. Ja, also ich sehe das da etwas anders. Und zwar, wir reden ja zwar viel über Steuern, die kommen ja nicht aus dem heiteren Himmel. So nach meinem Kenntnisstand ist es doch so, das kann ja jeder nachvollziehen. Bisher, auch in der Vergangenheit, haben die Staaten, die Einzelnen, auch die damals, die Potentaten noch festgelegt, wofür brauche ich Geld? Für irgendwelche Feldzüge, heutzutage ist es etwas anders. Und dann hat man sich hingesetzt und überlegt, wie kann ich beim Bürger Gelder, Gebühren und Steuern abgreifen. Also jetzt mal ganz simpel und trivial gesprochen, das hat sich doch bis heute, ich glaube, kaum geändert. Da will ich auch ein Beispiel dazu nennen. Aus der Politik kommen da so verschiedene Diskussionen, wir brauchen eine Vermögensteuer beispielsweise oder wir brauchen eine Reichenabgabe. Wir haben ja schon bei uns in der Bundesrepublik Deutschland die Diskussion, zahlen wir zu viel Steuern, zahlen wir zu wenig Steuern. Und die leidige Diskussion um den Soli zeigt das doch eigentlich, der schon seit über 20 oder seit 20 Jahren läuft. Man will ihn gar nicht weghaben, der Bürger möchte es, die Politiker möchten ihn integrieren in ihre Steuertarife. Und wenn ich mir das jetzt mal auf eine andere Ebene vorstelle, EU-mäßig, da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, dass es in der EU eine Regelung gibt oder eine EU-Steuer oder wie auch immer, es sei denn, die einzelnen Parlamente, die weiter Kompetenzen an die EU haben, auch in dieser steuerlichen Frage. Aber dann kommt das nächste Problem, jedes Land hat so unterschiedliche Steuersätze, Steuersysteme. Und ein weiteres Beispiel ist doch, und dann mache ich das fest, wenn man sich mal dieses Steuerkonstrukt von Apple und Starbucks angeschaut hat, die hier ihre Geschäfte betreiben, aber über Niederlande und Irland ihre Gewinne versteuern, also zu einem mindest geringen Steuersatz. Und nebenan, neben dem Starbucks für die alle hier in Hildesheim oder in Hannover, ist ein kleiner Kioskbesitzer, der muss mehr Steuern bezahlen als Starbucks. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendeine Diskussion auf die EU-Ebene führen kann zu einer weiteren Steuer. Und das ist ja die Befürchtung des Bürgers.
Wenn das diskutiert wird, dann denkt jeder Bürger an einer weiteren Steuer. Glaube doch keiner, dass eine Steuer abgebaut wird. Denken wir an die Sektsteuer, für unsere Flotte, die ins Kap Flor liegt. Die Sektsteuer zahlen wir heute noch. Ich fasse zusammen. Auflösung des Mehrebenensystems, Zwecksteuer ja, Transparenz. Der zweite Punkt war die Reichweite, die Nachvollziehbarkeit. Und der dritte Punkt, nationaler Wildwuchs so weit ausgeprägt, dass das einer Utopie gleichkommt, das auf europäischer Ebene zu realisieren. Ich greife nochmal zwei Punkte aus der vorgehenden Fragerunde auf. Staat, Steuer, Voraussetzung Staat, dann Steuer. Sie haben zu Recht gesagt, naja, EU und Nichtstaat, Fragezeichen, ist die Europäische Union nicht längst schon im Begriffe einer Art Staatswertung? Sie ist Rechtspersönlichkeit, sie hat manche Formen, die schon in Richtung Staatlichkeit gehen, daher die Frage an Sie zurück, kann es sein, dass wir einen parallelen Entwicklungsprozess erleben mit Staatlichkeitswertung, Verstaatlichung anders gemeint, der Weg hin zur europäischen Steuer oder wie sie auch immer bezeichnet wird, möglicherweise weniger angriffig und bestreitbar und zu hinterfragen. Und die Frage von Herrn Lühr, ist das überhaupt denkbar für jedes gleiche Produkt in der EU, 28-1 gleicher Steuersatz? Ist das überhaupt denkbar angesichts des nationalen Wildwuchses, den wir gerade eben auch vernommen haben, oder ist das auch nur eine Glasbären-Spielerei? Also vielen Dank, dann greife ich doch. Ich habe ja versucht, mich sozusagen zu diesen für mich aktuellen Themen absichtlich nicht einzulassen, aber dann greife ich die letzten beiden Punkte doch nochmal auf. Ja? Also das Erste, gleiche Steuersätze, da merke ich zum ersten Mal einen Ökonomen in mir und würde sagen, nein, also wozu sollte man das machen? Das hat Verteilungswirkungen. Also es gibt einen ökonomischen Grund für unterschiedliche Steuersätze, beispielsweise für ermäßigte Steuersätze auf Grundnahrungsmittel, auf Kindernahrungsmittel, auf Bildungsprodukte und so weiter und für erhöhte Steuersätze. Also Sekt wurde angesprochen, wir können vieles andere nehmen. Also es gibt einen Grund, warum, um das Wortspiel nochmal zu traktieren, mit Steuern gesteuert wird. Das heißt, mir ist zumindest nicht ganz klar, was Forderungen nach einheitlichen Steuersätzen erreichen sollen, unabhängig von der Logik von Steuerharmonisierung. Also Vereinheitlichung von innereuropäischen Steuersätzen ist ein Thema, das müssen wir eigentlich gar nicht besprechen, sondern das findet seit 30, 40, 50 Jahren sehr erfolgreich statt, wenn Sie Erfolg im Sinne von Harmonisierung denken. Also da wäre die Frage sozusagen, in welche Richtung das zielt. Die Antithetik von, ich spitze das mal zu, Europäisierung durch Steuer oder Besteuerung aufgrund erfolgreicher Europäisierung. Ja, das ist ja gewissermaßen eine Antithetik, die ich im Vortrag auch versucht habe, gegenüberzustellen. Diese Antithetik ist da, sie ist theoretisch da, sie ist faktisch da. Ich kann ihr also gar nicht widersprechen, insofern wollte ich vorhin einfach nur signalisieren, dass ich quasi dieser Antithetik weiterhin zustimme, wie ich das auch versucht habe, im Vortrag darzustellen. Ich habe historisch und theoretisch nur ein einziges Problem. Wir kennen diese Logik bisher ausschließlich aus politischen Verbänden, die wir in irgendeiner Art und Weise mit Staatlichkeit assoziieren. Gibt es einen Großstaat in der Größenordnung der Europäischen Union, der demokratisch ist und sich einheitlich durch Steuern alimentiert? Mir fällt historisch, helfen Sie mir, Herr Gehler, ja? Mir fällt historisch keiner ein. Kurzum, das erlaubt mir jetzt zumindest eine Überleitung. Die Vereinigten Staaten mit Verlaub sind kein Beispiel. Nicht so groß wie die Europäische Union, nicht maßgeblich über Steuern finanziert. Ein Fiskalföderalismus, der mehrfach in der Geschichte, also die Fiskalhistorie stellt das ja ganz gut dar, permanent erkämpft werden musste, bis hin zum Bürgerkrieg, der immer wieder gebrochen wurde und der zumindest die fiskalhistorische Schule dahin führt, zu sagen, die Staatsfinanzierung der Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht über das Prinzip Steuerstaatlichkeit erklärbar, sondern über das Prinzip Schuldenstaatlichkeit. Mit
der Sondervariante von Schuldenstaatlichkeit, nämlich ihrer Opposition, da der Begriff Oase vorhin gefallen ist, will ich ihn zumindest einmal aufgreifen, mit der Opposition dazu, nämlich der Steueroase. Das ist ja auch ein Steuerstaatsprinzip, ja, ein ganz spezielles gewissermaßen, das auf die, oder ein eigenes Fiskalprinzip, Verzeihung. Also ein Prinzip, das nicht in der reinen Wirtschaftskraft der Zugewinne der eigenen Bevölkerung partizipiert, sondern gewissermaßen ja, Gebühren dafür verlangt, dass Kapital in diese Oase verschoben wird. Das ist ein eigener Staatsfinanzierungstypus, wenn wir das mal jetzt so zuspitzen. Ja? Aber das nur in Parenthese, also Klammer zu. Die Frage der Vereinigten Staaten führt, wenn ich mir den Übergang jetzt erlauben darf, ich bringe die Reihenfolge durcheinander, aber ich vergesse sie nicht, kann uns zur Frage führen, dieser gewissermaßen Dialektik zwischen Größe und Akzeptanz. Ja? Also die auch soziologisch ja völlig verständliche Beobachtung, dass mit zunehmender Ausweitung, territorialer Ausweitung, demografischer Ausweitung, quantitativer Ausweitung der puren Masse von Abgaben und so weiter, die Übersichtlichkeit verloren geht. Das ist uns ja unmittelbar begreiflich. Ja? Also wenn wir in der Rush-Hour die Straße betreten, sieht die Sache halt anders aus als jetzt zu dieser Uhrzeit. Ja, und so ähnlich ist es sicherlich auch mit der Frage der Übersichtlichkeit von Abgabesystemen und der Größe eines politischen Verbandes. Insofern glaube ich, dass diese Anspielung gewissermaßen auf die schiere Größe der Europäischen Union schon mit der Frage der Akzeptanz zusammenhängt. Und gleichwohl nochmal, Rückschritt, um meinen Punkt klar zu machen, dass ist nicht zwingend das Problem, auf das zumindest ich als einziges hinaus wollte, sondern meine gewissermaßen Eingangsbeobachtung ist eine andere. Wir haben permanent diese Diskussion, vielleicht nicht permanent, aber doch relativ häufig, diese Diskussion, die Suggestion, das Gefühl, der Begriff ist gerade von Frau Mohr, ich fand es richtig gefallen, das Gefühl, dass Legitimität erhöht werden soll, demokratische Legitimität der Europäischen Union, indem wir irgendetwas fiskalisch machen. Und dieses Irgendetwas, das interessiert mich jetzt. Ja, was soll das denn sein, dieses Irgendetwas? Das Gefühl, dass Legitimität durch Zurechenbarkeit erhöht wird, das können wir alle unterschreiben. Warum soll das überhaupt fiskalisch funktionieren? Was wollen wir erreichen? Meinetwegen auch die Frage der Verteilungswirkung und so weiter. Also diese Beobachtung, dass wir quasi innerhalb nicht nur der Massenmedien, sondern auch ernstzunehmender akademischer Debatten eine Vorstellung haben, dass ein Transfer oder ein teilweiser Transfer von Fiskalkompetenzen Richtung Brüssel die Legitimität dieses, um einen bösen Karl-Schmidtschen Begriff zu benutzen, Großraums erhöhen würde. Warum? Das bleibt meine Frage. Ich könnte lange darüber reden, aber ich will ja auch sozusagen hören, was eigentlich der Hintergrund von öffentlichen Debatten ist. Darüber würde ich auch gerne diskutieren. Woher kommt diese Überzeugung? Warum sollten wir, und das erst wäre dann meine Frage, das auf dem Medium der, oder durch das Medium der Steuer herstellen wollen? Was ist die Steuer eigentlich? Was ist Steuerstaatlichkeit? Was produziert das? Ja? Und quasi was für Risiken wirken auch in Steuern mit? Und dann die Frage eben der Alternativen. Könnten wir die Effekte, die wir politisch, legitimationspolitisch erzeugen wollen, demokratisch erzeugen wollen, mit anderen Fiskalmitteln nicht besser erzeugen? Gewissermaßen, das ist so ein bisschen der Fokus, der mich interessiert und umtreibt und der umso wichtiger, nochmal der Rückgriff auf die USA oder auf das in meinen Augen nicht ganz treffende USA-Beispiel, das Problem, dass wir fiskalhistorisch beobachten können, dass die Legitimität von Abgaben am höchsten ist, wenn der Raum, in dem diese Abgaben erhöht werden, am kleinsten ist. Ganz logischer Zusammenhang. Ja? Das können Sie innerfamiliär, ja? Max Weber hat es Hauskommunismus genannt, nachprüfen. Hauskommunismus heißt, Max Weber, es wird nicht abgerechnet. Ja? Weil wir andere Solidaritäts- und Verbindlichkeitsgefühle und Verpflichtungen haben als rein monetäre. Ja? Also dieser Zusammenhang zwischen Größe und Legitimität ist eindeutig. Umso mehr aber meine Frage, warum führen wir dann quasi diese Art von suggestiven, legitimitätsorientierten Fiskaldiskussionen in der Europäischen Union immer wieder. Das finde ich schon sehr spannend. Damit noch zu den zwei weiteren
Fragen, also zum einen nochmal knapp zu dem Gefühl, das Frau Mohr beschrieb. Ja, Sie haben, glaube ich, ganz richtig erfasst, was ich wollte, ja? Also was ich zum Ausdruck bringen wollte. Das Gefühl ist ja in diesen öffentlichen Debatten da, dass also jedenfalls wenn man Europa-Freundin oder Freund ist, ja, dass irgendeine Art von Legitimität dieser immerhin sehr lange friedensschaffenden Institutionen erhöht werden muss. Unter heutigen Bedingungen vielleicht so deutlich und stark wie lange nicht mehr. Bleibt trotzdem das Problem, muss das fiskalisch laufen? Und wenn es fiskalisch läuft, muss es über die Steuer laufen. Müssten wir dann nicht gewissermaßen die ganzen Risiken und Schäden, die bisher entstanden sind, mit einkalkulieren, in die Debatte einspeisen und sagen, Steuern können das ermöglichen, Steuern können aber auch das anrichten. Was können andere Finanzierungsmodelle ermöglichen und was sind ihre Risiken und so weiter und so fort. Und die zweite noch offene Frage, gewissermaßen die Unterscheidung, also Sie haben, ich spitze das mal ein bisschen zu, einfach um vollständig zu versuchen und sicherlich nur laienhaft zu versuchen, wiederzugeben, was Sie gesagt haben. Die Antithetik in der Frage, war das nicht immer so, ist eigentlich eine, die Sie modelltheoretisch in der Politikwissenschaft einspeisen können unter der Formulierung, der Staat bedingt die Extraktion oder die Extraktion bedingt den Staat. Das sind zwei widersprechende Logiken. Also gewissermaßen das Söldnerheer, das ich vorhin genannt habe. Ja? Alexander der Große erobert einen recht großen Raum, stirbt, Imperium zerfällt. Cäsar erobert einen relativ großen Raum, stirbt nicht, sondern wird ermordet. Das Imperium überlebt, weil er einen Nachfolger hat. Ja? Und wird, jedenfalls wenn wir Max Weber folgen, einer der ersten großen kapitalistischen Steuerstaaten. Mit einem entscheidenden Unterschied zu heute. Die Römer lassen besteuern, also sie verpachten gewissermaßen das Steuerrecht, mit der Folge, dass allerlei Subunternehmer ankommen und auf eigene Rechnung gewissermaßen anfangen zu kalkulieren. Und dann haben sie meinetwegen Lukas-Evangelium oder sowas. Ja, also es begab sich aber zu einer Zeit und so, und dann, dass alle Welt besteuert würde. Das ist das Problem der Steuerpächter. Ja, das haben wir heute nicht mehr. Aber die Frage, ob Extraktionswillen den Staat macht oder ob der Staat einen Extraktionswillen hervorbringt, ist eine Frage, die wir lange diskutieren könnten, die aber, und das habe ich aus Ihrer Frage schon rausgehört, die eine Frage ist, zu der man sich politisch selber verhalten muss. Ich will mich dazu offen gestanden nicht verhalten, denn ich finde erstmal rein modelltheoretisch beide Modelle, beide Varianten plausibel. Also dass ich gewissermaßen aus einer höheren Extraktionsfähigkeit ein lokaler Raum so stabilisiert, dass ein politischer Herrschaftsverband daraus wird. Ja? Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein bestimmter an Stabilisierung interessierter Herrschaftsverband stärker zur Notwendigkeit greifen muss, bestimmte Steuern, Abgaben und so weiter zu erheben. Finde ich beides logisch. Ja? Dass ich da individuelle Präferenzen hätte, was mir vielleicht besser gefällt, wenn ich selber einen Staat bauen müsste. Geschenkt. Meine Damen und Herren, wir haben schon heute einiges Fundamentales, denke ich, erfahren, nämlich, dass die Souveränität einer Entität, eines Gemeinwesens davon abhängt, wie weit es in der Lage ist, Ressourcen zu mobilisieren und über Ressourcen zu verfügen. Und solange diese Ressourcenmobilisierung, die Ressourcenverfügbarkeit von nationalen Zustimmungsvorbehalten abhängt, stellt sich eben die Frage, wie stabil und entwicklungsfähig ist diese Entität, die da Europäische Union heißt. Und wenn dieser Vortrag uns etwas mit auf den Weg geben kann, ist es, denke ich, die Europäische Union angemessen und realistisch zu beurteilen an den Möglichkeiten und Mitteln, die sie hat und nicht mehr als das. Warum uns diese Fragen umtreiben und warum wir diese Diskussion, diese Suggestion erleben, erfahren, hängt wahrscheinlich mit einem großen Verlust an Identität, mit einem großen Verlust an Orientierung zusammen und mit der Einsicht, dass der Nationalstaat alleine nicht mehr diese große Steuerungsfähigkeit hat, wie es sie noch im 19. Jahrhundert hatte, und dass man sie gleichsam transferiert, diese Problematik, auf eine höhere Ebene, ohne dabei zu bedenken und zu reflektieren, ob die Wege und Mittel immer die besten sind, in diesem größeren
Gemeinwohl vielleicht dienstbar zu sein. Das scheint mir, wenn man so will, fast schon eine philosophische Problematik, nämlich der Weltanschauung. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr und darf mich herzlich bedanken bei Herrn Dr. Hunholz für diesen wirklich gewaltigen Vortrag. Das war eine akademische Sonderleistung. Herzlichen Dank auch für die Diskussion. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir haben schon im Vorfeld den Volksbank-Vorstandsvorsitzenden besprochen, welche weiteren Kandidaten wir ins Auge fassen für die Zukunft, dass wir zum 11. und 12. und 13. Mal auch wieder hier sein dürfen. Beim nächsten Mal sind wir am 22. Januar, erst in 2 Wochen wieder. Im Redesaal, da geht es nämlich um eine Bilanz. Was hat das Reformationsjahr 2017 eigentlich unterm Strich gebracht? Dr. Hunholz, herzlichen Dank. Herr Denecke Hörens, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind, aufmerksam gelauscht haben und diskutiert haben. Schönen Abend.